Ring, 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 Hashtag Lappenalarm. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hashtag Lappenalarm, eurem Lieblingsformat. Natürlich hier auf diesem wunderbaren Portal, wo auch immer ihr diese Episode gerade schaut. Lappenalarm, das ist meine wöchentliche Call-In-Sendung. Auch unterwegs als Podcast, wenn man so möchte. Ach, schön. Wir haben so einige wunderbare Dinge zu besprechen. Denn ihr könnt später so ab Minute 15 so circa anrufen via Discord. An die ganzen Leute, die live mit dabei sind, das sind, lass mich eben gucken, das sind bei B.Pro 80 an der Zahl und bei YouTube 54 an der Zahl. Also rechnet man zusammen. Ja, sind mehr als drei. Das freut mich doch schon mal. Das ist ja mehr besser als der Schnitt, den man sonst so erwarten könnte bei Lappenalarm. Von daher, herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Live-Ausgabe. Heute auch mal wieder an einem Dienstag. Die Podcast-Version kommt in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch, wenn ich genug Zeit habe. Das ist aktuell relativ stressig bei mir. Erkläre ich euch gleich wieder und beschwere mich wieder über mein privilegiertes Leben, obwohl es nichts zu beschweren gibt, theoretisch. Ne? First World Problems. Und am Mittwoch natürlich um 20 Uhr dann am Mittwoch um 20 Uhr als YouTube in der krassen Version. In der wunderbaren krassen Version. Ah, schön, Lappenalarm wäre nicht möglich ohne den Support meiner wunderbaren Friends. So nenne ich alle meine Zuschauer. Ich begrüße alle hier. Halli, hallo, hallöle. An alle Friends, die gerade live mit dabei sind und natürlich bei YouTube mit am Start sind. Und dann gibt's noch eine Überkategorie, wenn man so möchte. Eine Oberkategorie? Nein, wie sagt man? Noch eine anders. Eigentlich wäre es eine Unterkategorie. Eine privilegierte Gruppe der Friends, wenn man so möchte. Und zwar die Hashtag Superfriends. Also ich glaube, so gut habe ich Superfriends noch nie announced. Diese unterstützen mich mit 5 Euro im Monat. Ist sowas wie bei Twitch das Abonnement oder bei YouTube der VIP-Status. Mache ich das alles manuell. Und die Leute haben so das Gewissen, dass sie mich wirklich unterstützen und nicht die Hälfte irgendwie an den Anbieter die verlieren oder whatever. Sie bekommen dafür wunderbare Vorteile, wie dass sie mit mir in einer exklusiven WhatsApp-Gruppe sind. Wer wäre das nicht gerne? Und mit mir jederzeit ihre Meinungen austauschen können oder Frage stellen können. Und sie bekommen immer ihre Antwort als erstes im Vergleich zu allen anderen. Und sie bekommen auch als allererstes die Videos sehen, die ich auf YouTube poste, Stunden früher, manchmal Tage früher, meistens Stunden, je nachdem, wie es funktioniert. Und das ist ja wohl fantastisch. Und da gibt es doch einige, die das hier ermöglichen, denn solche Formate wie Lappenalarm, die laufen, ganz ehrlich, die laufen nicht gut auf YouTube. Das funktioniert eigentlich nicht. Aber die Superfriends sagen mir, hey Franz, wir geben dir Geld und zeigen dir somit, Mach weiter. Scheiß auf die Klicks. Hier hast du unser Geld. Scheiß auf die Werbeindustrie. Mach das für uns. Mach das für die Superfriends. Mach das für die Hardcore-Zuschauer. Und dann mache ich das natürlich auch. Und ich muss auch sagen, Lappenalarm, hey, wächst immer mehr am Herzen. Hat die letzte Folge gesehen. Ist ein bisschen ausgeartet. Würde ich mal behaupten. Ich bin ganz froh. Mir ist das sowieso alles Wayne. Hab Beef mit wem ihr wollt. Könnt ihr auch alles hier drüber machen. Sind ja mehr Klicks für mich. Aber meine Meinung, es ist mir viel zu anstrengend, mir Gedanken zu machen, auf welcher Seite ich sein möchte, beziehungsweise beeft euch, wie ihr wollt. So. Die Superfriends, die aktuell wie in einer wunderbaren Mitgliedschaft sind, die möchte ich natürlich vorlesen, wie jedes Mal. Und das sind namenhaft. So, jetzt muss ich jetzt noch, ich hab die Datei vergessen zu öffnen. Superfriends, Excel, Moment. Das sind namenhaft die folgenden Leute. Ich bedanke mich für den Support bei den wundercoolsten, ist ein schönes Wort, Leuten auf The Whole Wide Planet. David BXD, Excel Rosa, Hannes, Scheuchen, Philipp, Roman, Sascha, Sonnigster, Torben, Tobias, Kjell, Markus, Humba, Lukas, Moritz, Johannes, Martin, Olli, Dominik, Atta, Robert, Marcel, Rocco, Nickel, Chris, Jojo, Erik, Vespa, Hermes, Leon, André, Justin, Dominik und Shoyo. Hey, geile Duden, geile Dudes, ah, schön. Fantastisch. Was ist bei mir los diese Woche? Warum ist das schon wieder bei mir stressig? Erstmal vielen Dank an ein Instagram-Posting von dem guten Jonas.metzke18. Er postet meinen Stream. Immer wieder gerne. Freut mich sehr, wenn ihr auch meinen Stream teilt. Twitter, Facebook, whatever.
Ja, warum stressig? Ich glaube, erzähle ich mal, was bei mir gerade so los ist. Fangen wir in der letzten Woche an. Ihr wisst ja, ich bin ja, sorry, jetzt wird wieder ein bisschen viel über die GWF gelabert. Aber so, das passiert halt. Ich bin halt da voll involviert jetzt, so, ne? Letzte Woche, am Sonntag, lief die Erstausstrahlung von Courage Folge 2. Und was für eine grandiose Folge das war. Genau, und da haben wir, wann haben wir angefangen zu schneiden? Also alles zusammenzuhauen, habe ich schon vorher, aber alles zusammenzuhauen war dann Freitag, war ich im GWF-Büro von 8 Uhr abends bis 9 Uhr morgens haben wir alles zusammengehauen. Das war schon mal fantastisch. Ja? Und das Lustige war, selbst dann war noch nicht alles fertig. Wir hatten wirklich erst die fertige Folge irgendwie 2 Stunden vor Ausstrahlung. Das Coole ist, man kann ja Bild erst rausrennen, also die Videospur und später nochmal Audio, weil wir brauchten noch Audio-Commentary von Valandi, weil die live nicht die Entrances eingesprochen haben und natürlich können sie keine Replays einsprechen, weil ich die erst in der Post-Production mache. Von daher werden die im Nachhinein eingesprochen. Das Lustige ist, vor der Version, die ihr gehört habt vom Nachkommentierten, gab es auch eine Version, wo sich das alles nicht so optimal angehört hat, weil vielleicht jemand krank war, der es kommentieren sollte und sehr, sehr heiser war und es sich sehr, sehr lustig angehört hat. Könnt ihr sehr froh sein, dass ihr diese Version nicht gehört habt. Es wäre aber trotzdem sehr amüsant gewesen. Es hat noch einige Szenen gefehlt. Insgesamt sind wir, ich kann ja erstmal für mich sprechen, aber ich denke, ich spreche da für alle Involvierten, sehr, sehr stolz auf die 2. Folge von Courage. Und eigentlich ist es die 1. Folge von Courage, denn die allererste, die Pre-Episode war eigentlich nicht wirklich eine Folge 1. Das war auch ein Thema, wie man die benennen sollte, denn das war eine Folge, die ursprünglich auch nicht vorgesehen war. Die musste einfach rein aufgrund von Gegebenheiten, Bookings, Entscheidungen und so weiter. Dann ist der verletzt, dann konnte der nicht und so weiter und so fort. Schaut euch die Episode an. Die 2. ist auf jeden Fall, ich finde, doppelt so gut wie die 1. Über die Matchqualitäten kann man streiten, aber ich habe es auch gerade schon off-air gesagt. Ich bevorzuge aktuell lieber Story als gute Matches. Denn das Problem ist, mit guten Matches kriegt man mich nicht mehr gecatcht. So, ganz einfach. Du bekommst jedes zweite Indie-Match ist grandios. Und ich habe nach einer Stunde schon wieder vergessen, wie die Matches ausgegangen sind, wie die waren. Und man erinnert sich an nichts mehr, weil es sich alles nur noch überhäuft an Spots. Aber einzelne kleine Segmente in storybasierten Folgen, so, an die erinnert man sich, an einzelne Segmente, so, und auch wenn sie nicht so toll geschauspielert sind, wird der Punkt ja rübergebracht. Ich meine, wo sieht man denn tolle schauspielerische Leistungen im Wrestling? Nirgendwo, genau. Und wenn man dann auch noch so einen Kader hat, der halt im Prinzip so gut wie nie irgendwelche Promos hält, beziehungsweise eher Fokus darauf legt, erstmal trainieren zu werden. Darum geht's ja erstmal, dass die im Ring auch irgendwie sicher worken können. Ich hätte es dann doch lieber, dass sie im Ring sicher worken, anstatt sich so krass auf Promos zu konzentrieren, dass sie nicht wissen, wie man im Ring dann safe worked oder was auch immer. Finde ich es voll okay. Die Aufmachung finde ich super. Die Matches sind wunderbar geschnitten. Nein, da gibt's einige Kritikpunkte, die ich selber auch feststellen muss und so weiter. Und ich versuche dann auch bei den nächsten Shows dann die Matches auch so zu schneiden, damit alle das besser finden und auch ich auch besser finde, vor allen Dingen bei Impact Moves und so weiter, muss ich mir abgewöhnen, immer zwischendurch zu schneiden. Aber Heath Slater catcht dich. Ja, natürlich! Und weißt du warum? Nicht, weil er grandiose Matches hat, sondern weil er einen story-relevanten Bezug hat. Deswegen. Ich verstehe halt sowieso immer mehr auf die Charaktere. Gut, warte mal, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Ich wollte erklären, wie stressig es war. So, dann war Sonntag war ja der Knockout live, 16.30 Uhr. Das war auch schon wieder voll stressig. Erstmal, dass da überhaupt Leute hingekommen sind, war schon mal fantastisch. Um 18 Uhr lief dann die Live-Ausgabe. Wir hatten insgesamt über 1000 Leute, die eingeschaltet haben, über verschiedene Zeitpunkte. Durchgehend waren so 170, am Ende so 200 Leute am Start. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und die On-Demand-Version, die ab Montag verfügbar ist, die läuft eigentlich auch ganz gut bisher. So, jetzt kommt's so, ne? Das Problem ist halt, die nächste Folge, die muss ich halt jetzt schon fertig haben, oder die müssen wir halt schon fertig haben bis heute, also wenn ihr sie seht, ist Mittwoch auf YouTube und heute Abend muss sie fertig sein, dann wird die an den Kolorierer geschickt. Bei der letzten Folge musste ich kolorieren, hat man leider auch gesehen, dass ich eigentlich keine Erfahrung damit gemacht habe, aber notgedrungen. Weil er hat sonst keine andere Zeit, der macht die Farben schön und bis dahin müssen wir halt die Folge, also den Rest halt fertig haben. So, das heißt,
Folgende Situation. Was war Montag los? Montag bin ich aufgestanden, hab gestreamt, bis, keine Ahnung, Einsel oder was. Hab Raw komplett nicht geguckt, bis auf das Ende von Goldberg. Hab mir später bloß Ergebnisse durchgelesen, hab geschnitten. Hab die Matches fertig geschnitten von der zweiten Hälfte der Tapings von Courage. Waren auch noch Schönheitsfehler. Und dann macht Sonny Vegas nicht mit, stürzt fünfmal ab. Und dann spielt er den Ton nicht richtig ab. Und so weiter und so fort. Dann ist mir noch aufgefallen, fuck, du brauchst ja auch noch Karrierefolgen, die du gerade aufgenommen hast vor 5 Stunden, auch nochmal geschnitten, so, ne? Da muss ich auch irgendeine YouTube-Highlights für Courage auf dem GWF-Chill machen, weil das macht ja sonst keiner. Muss ich die dann auch noch schnell machen, oder hab jetzt mal, bin ich erst um 9 oder 10 in den Pennen gegangen, so, ne? Aufgestanden jetzt wieder um 17 Uhr, 2 Stunden später stream ich. So, ich brauche mal ein bisschen zum Wachwerden. Mach Lappenalarm. So, danach muss ich aber noch die restlichen Matches fertig schneiden für die nächste Folge, beziehungsweise, muss ich, wie heißt denn das? Farbanpassung machen bei den Matches, weil die muss ich ja leider machen. Das Problem ist nämlich, du filmst halt Matches mit, weiß ich nicht, 5 Kameras oder so hatten wir gehabt. Und dann, wenn du zweimal gleich Kamera hast, die gleich eingestellt sind, alles gut. Problem ist nur, wenn dann noch 2 andere Kameratypen da dabei sind, dann sehen die immer kacke anders aus. So, der Weißabgleich ist immer anders, die Belichtung ist immer anders und das regt mich so auf. So, wäre alles nicht so schlimm, wäre der Weißabgleich immer konstant. Problem ist nur, wenn einer sich denkt, oh, stell ich doch mal den Weißabgleich bei einer Kamera auf automatisch und der sich alle 2 Minuten ändert. Wer soll denn das korrigieren? Ich kann nicht alle 2 Minuten irgendwelche Clips da oben schieben mit den Farbanpassungen und das geht mir so auf den Sack. Aber damit muss man rechnen, muss man leben. Und wenn dann auch noch eine Kamera dauerhaft überbelichtet ist, das trägt dann auch noch auf, weil Überbelichten ist, man kann Überbelichtung nicht korrigieren. Wenn was weiß ist, ist es weiß. Dann kannst du nur grau machen oder schwarz. So, und dann kriegst du keine Details mehr aus irgendwelchen Hautporen oder was. Das ist ein bisschen doof, aber das sind nur kleine Sachen, die mich aufregen. Vielen Dank an die ganzen Follows und Hosts oder whatever. So, jetzt muss ich erstmal gucken auf YouTube, ob auch noch welche da am Start sind. Genau, und die Folge, über die können wir gleich noch reden, wie euch Courage gefallen hat, die zweite Folge. Viele haben mich ja gesehen. Ihr werdet mich die ganzen nächsten 5 Folgen, vier Folgen kommen noch. Ihr werdet mich die ganze Zeit sehen. Ich bin immer an der gleichen Stelle. Es waren ja 2 Taping-Tage. Einmal habe ich diese Hippie-Bandana an und am zweiten Tag hatte ich, was hatte ich denn da für Bandana an? Weiß ich nicht mehr. Macho Man oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, achso, und dann nach Lappen habe ich ja gesagt, dann muss ich noch die anderen Matches fertig schneiden. Und morgen habe ich dann Uni, theoretisch um 9.45 Uhr, da war ich auch am Freitag das erste Mal. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, zur Uni zu kommen, weil wir aktuell wirklich nur Einführungskram machen. Genau, bis 14 Uhr und 2 Stunden später muss ich wieder in Neukölln sein, weil die Folge hier fertig geschnitten werden muss. Und ich weiß noch nicht, wann ich pennen soll, weil ich ja jetzt einen Schlafrhythmus habe wie ein behinderter Mensch. So, behinderter Mensch ist ein doofes Wort. Nee, wie sagt man denn? Wie ein Volltrottel. Wie jemand, der in den USA lebt. Das ist jemand, der in den USA lebt, ein Volltrottel? Kann man so sagen, oder? Kann man als Analogie so herziehen? Ist es eine Analogie? Nein. Wie ein Hamster. Wie ein Hamster hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, und das ist meine Woche aktuell. Stressig. Wahrscheinlich nicht so doll stressig. Ist einfach bloß First World Problems. Problem ist nur, ich bin halt normalerweise ein sehr gechillter Dude. So, ne? Wenn ich nicht gerade streame, dann hänge ich meistens im Bett und gucke Serien oder schneide YouTube-Videos. So, das ist sonst mein Alltag oder mache irgendwas anderes. Aber es fühlt sich so an, als hätte ich einen Job. Was ist aus mir geworden? Wie soll ich das alles handeln? Naja. Wunderbar. Naja, der Starkey 01 sagt, ich habe es so gefeiert, wie alle Kiew ausgebuht haben im Endeffekt und du stehst da und du bist einfach am Klatschen. Ja, Ivan meinte zu mir vor der Show, ich soll doch mit ihm die Karriere spielen in 2K17, denn er ist ja mein Lieblingscatcher. Meinte er zu mir. Und hat gesagt, naja, mal überlegen. Ja, ich weiß nicht. Ja, der Ivan ist schon ein lustiger Dude. Aber ist natürlich aktuell voller Heal. Nee. Das war bis vor einem halben Jahr noch nicht so unbedingt der Fall. Ja, keine Ahnung. Gut, mehr habe ich erstmal nicht loszuwerden, glaube ich. Mir fällt auch aktuell nichts Besseres ein. Auf YouTube, aktuell 2K17, meine Karriere läuft ganz okay. Der Karrieremodus fuckt ab, wie immer. Aber was will man machen? Challenges, Universe und so weiter. Keine Ahnung, wo das alles kommen wird. Und die ganzen extra Special-Videos. Das Video mit dem Roman Reigns Tattoo oder das Musikvideo zu dem Song, ihr weiß schon, welchen ich meine. Falls nicht, müsst ihr euch gedulden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, weil ich die Zeit finden soll dafür. Und die Uni wird jetzt auch wieder zeitintensiver. Jetzt muss ich auch langsam anfangen, Hausaufgaben zu machen.
Ich Zahlenmanagement gleich null. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich würde mal sagen, wir holen die ersten Anrufer rein. Es gibt eine Menge, die heute anrufen wollen. Das freut mich doch, die hier am Start sind. Wie gesagt, ich bevorzuge erstmal Leute, die noch nie dran waren, beziehungsweise die so gut wie nie dabei sind. Und zwar begrüßen wir als erstes den Dedi. Mal sehen, was er so zu sagen hat. Hallo Dedi, bitte entmute dich und dann stell dich vor. Hallihallo, sprich mit mir. Leute, hört ihr ihn? Ich glaube, nein. Bitte check nochmal dein Mikrofon im anderen Raum und dann gib mir Bescheid, wenn du wieder mit reinkommen kannst, ja? Kommst du später nochmal ran. So, dann probieren wir es mal mit Anthony Albell 123. Halli, hallo, hallöle. Bitte entmute dich und dann stell dich vor. Anthony. Antoni. Du musst dein Mikrofon, deine Mikrofonstummschaltungen deaktivieren und dann kannst du mit mir reden. 5, 4, 3, 2, 1. Tut mir leid. Wow, das klappt ja heute fantastisch. Wie wär's denn mit dem guten Dome? Hallo Dome. Ihr müsst mit mir reden, Freunde. Dann probiere ich mal. Ja. Ja, dann muss ich jetzt Perky als erstes nehmen, oder was? Perky. Perky, entmute dich jetzt bitte. Jo? Ja, guck mal, ich wollte schon sagen, mein Discord ist kaputt. Nein, okay. Perky, dann bist du der Erste. Halli, hallo, hallöle, wie geht's? Ich grüße dich, wie geht es dir denn? Ah, ja, hast schon gehört. Ich fühle mich so, als hätte ich einen Job. Sehr stressig. Ja, ich fühle mich so, als hätte ich einen Job. Das ist eine Katastrophe. Es ist ein Albtraum meiner selbst, bin ich geworden. Es ist so schlimm. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ich bin sehr, sehr stolz, Teil des Projekts von Courage zu sein. Witz, die zweite Folge war ja richtig stark. Ja. Also die erste Folge, da fand ich ja, hatte ich ja ein bisschen was zu kritisieren. Die zweite Folge fand ich schon, wie du es auch gesagt hast, so doppelt so gut, meinst du vorhin, ne? Ja. Als die erste. Also ich fand das auch, die Segmente haben mich vor allem dieses Mal viel mehr gecatcht als sonst. Und der Angle mit Mike, den fand ich schon auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, muss man schon mal sagen. Mhm. Freu mich doch. Perky. Wie fandest du denn die allererste Szene? Das mit dem Umzug. Das fand ich sehr, sehr cool, weil Power Wrestling geplagt wurde natürlich. Das Problem ist das waren halt zwei Schauspieler von Helden der Hauptstadt, der Serie von Ingo von einem Jahr. Okay. Und genau, aber man merkt halt richtig krass, dass halt vor allen Dingen das Mädel normalerweise nichts mit Wrestling zu tun hat und einfach auswendig gelernte Worte ausspricht, aber ich fand es trotzdem lustig so, ne? Echt? Ja. Also ich fand, das hat man gar nicht gemerkt. Also Steve Austin kam und so weiter. Und auch, nee, ich finde immer, wenn jemand das Wort Wrestling nicht ordentlich aussprechen kann, dann merkt man, dass er kein Wrestling-Fan ist. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich fand das halt sehr, sehr cool, weil wir kennen ja das, wo das gedreht wurde. Ja. Das aber in so einem Zusammenhang zu sehen, das ist schon immer sehr, sehr cool. Von daher habe ich schon sehr gefeiert und vor allem dann noch die Power Wrestling-Werbung. Ne? Was viele ja nicht wissen, ich habe ja den Artikel für die Power Wrestling zur Courage-Werbung geschrieben. Mensch. Und davon bin ich dann auch im Endeffekt ausgegangen, dass hier irgendwie dann trotzdem auch ein Plug für die Power Wrestling in Courage kommt und dann noch Moonsault.de. Das fand ich schon irgendwie sehr, sehr stimmig und ich weiß nicht, das ist halt eine schöne Einleitung für die Folge gewesen und wenn man das irgendwie so weiterführt, dass die zwei halt, keine Ahnung, was man davor hat, dass die zwei dann Wrestling-Fans werden bei der GWF wieder. Das Problem, und so also, kleiner Spoiler, die waren am zweiten Tag dann in der Crowd. So. Also, die wird man nochmal sehen. Ja, ist doch geil. Also, wenn man das so einleitet und dann quasi zeigt, dass durch GWF alte Wrestling-Fans wieder zum Wrestling finden oder so, das ist ja auch eine coole Storyline eigentlich, die man da reingebaut hat. Ja. Also, das wird noch lustig, wenn wir die in den Matches sehen. Vor allen Dingen, das Mädel ist ein bisschen
zu doll ausgerastet. Sie hat war ein bisschen zu enthusiastisch am Feiern. War sehr, sehr lustig, weil als wir in der Halle saßen, wussten wir halt nicht, dass diese Segmente geplant wurden oder dass sie dabei sind. Und war ein bisschen fremdschämmäßig, weil die halt so, ja. Echt? Naja, die hat halt so wirklich, die war halt dann später bei einem Matt Cross-Match, bei dem zweiten, was noch kommen wird. Nächste Woche gibt's ja Fabian Aichner gegen Matt Cross. Ich hab's mir gestern noch mal angeguckt. Das ist grandios eben. Das ist unglaublich. Da ist sie ein bisschen sehr doll ausgerastet. Also nicht ausgerastet, aber halt ein bisschen zu, so wirklich mit den Händen in Luft geschmissen und alles so. Man hat richtig gemerkt, okay, also ein bisschen übertrieben sind die jetzt schon. Die war dann auch bloß für eine Match da in der ersten Reihe. Haben sie dann irgendwelche anderen Fans, die eigentlich da saßen, haben sie dann verscheucht dafür. Für die 12 Plätze, aber nur fürs eine Match. Also ging alles. Ansonsten, Courage. Ich bin sehr gespannt, was die dritte Folge wird, weil ich meinte, Ingo hat gesagt, dass er sehr, sehr gespannt ist oder dass er sich am meisten auf die dritte Folge freut, weil wir glauben, da am meisten Story drin ist oder irgendwie so. Werde ich ja dann morgen sehen. Dritte Folge, ja. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Macht schon Bock, irgendwie das zu gucken. Und es ist halt auch mal was anderes, finde ich. Also du kannst es jetzt nicht unbedingt mit Lucha Underground vergleichen. Es ist was ganz Spezielles, was ganz, ganz Eigenes. Und ich sehe das auch sehr, sehr ähnlich wie du. Dass man eben beim Wrestling viel mehr auf Storylines achten sollte, so wie es eben bei Courage gemacht wird oder auch jetzt, was bei WXW passiert. Da sind ja einfach die Storylines erstmal im Fokus und dann kommt das Wrestling. Wenn jemand Wrestling only sehen will, dann kann er sich ja New Japan Pro Wrestling angucken. Da wird das perfektioniert, hat man jetzt auch bei den letzten Shows gesehen. King of Pro Wrestling war ja wieder mal ultra stark. Aber an sich finde ich persönlich eben, ist ganz, ganz wichtig, so wie du auch, dass man Storylines hat, Geschichten erzählt. Denn dadurch ist man ja im Endeffekt, wenn man sich daran erinnert, also ich würde jetzt sagen 95% jeder ist hier eigentlich fast zum Wrestling durch diese Storylines und Geschichten gekommen und durch interessante Charaktere. Bei mir war es zum Beispiel der Undertaker, ja. Ich muss sagen, bei mir war es eher nicht so, mich haben die Stories meistens nicht so interessiert, aber ich bin halt durch die Games eher zum Wrestling gekommen. Also mich hat immer das Gameplay und die Moves und so interessiert. Ich mochte aber einfach spektakuläre Moves. Okay, ja gut, das kann auch sein auf jeden Fall, aber an sich finde ich schon sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich auch Lucha Underground Fan, ne, dass hier die Storylines geshowcased werden. Ja, alles klar. Pergy Boy, was sag mal, und die war angeschnallt, Franz. Die war einfach angeschnallt. Jetzt kommen wir mal klar. Trotzdem. Das gehört. Nein, das muss über die Schulter sein. Das ist halt falsch. Das geht sonst nicht. Ja, aber die reibt sich dann ja immer alles. Naja, egal. Ist ein anderes Thema. Rufmord! Kiffi schreibt hier. Ja. Wenn ihr gute Storys sehen wollt, dann guckt euch Serien an. Ist ja eine Wrestling-Serie, ist ja ein Problem. Im Endeffekt ist Wrestling ja auch mit Serienelementen sehr, sehr unterhaltsam, finde ich. Also er geht schon in eine richtige Richtung, wenn er das sagt, aber wir sind halt trotzdem auch Wrestling-Fans, ja? Mhm. Also wir mögen ja trotzdem Wrestling und das in der Connection zu haben, ist ja quasi die Win-Win-Situation und nicht nur Serien zu gucken, weil das vermischt ist Lucha Underground und Lucha Underground ist für mich Perfektion, ja? Oder zumindest ganz nah dran. Okay, was sagst du denn? Erstmal würde ich gerne wissen, warum dich jetzt alle Perky nennen. Habe ich damit nicht angefangen? Du hast es so ein bisschen etabliert. Sogar Angelico nennt mich Perky. Ja, alle nenne ich jetzt Perky. So, ja, immer wenn ich irgendwelche Podcasts oder so höre, wo du am Start bist oder wenn irgendwer von dir spricht oder so, alle Perky. Und ich meine, du hast mal gesagt, du magst das gar nicht so sehr, wenn man dich Perky nennt. Oh, das war mal so, aber mir ist das mittlerweile komplett egal, muss ich sagen. Ja. Herr Boon sagt zum Beispiel Perkicks, aber es gibt halt auch Perky, es gibt Jonathan, es gibt eigentlich alles Mögliche. Also, ich höre im Endeffekt auf sehr, sehr viel. Und du hast es in gewisser Weise etabliert, das stimmt schon. Klar. Du hast ja heute deinen WSW-Blog hochgeladen. Wie lange ist es jetzt her? 2 Wochen? Die Veranstaltung? Richtig, ich hätte ihn eigentlich schon viel früher gerne hochgeladen, aber wegen dem On-Demand-Ding oder was? Nee, das Ding ist Julius, der Videoeditor. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls er das hören sollte. Ich habe gehört, er schaltet auch ab und zu mal Lappenalarm ein. Der Julius, der
ist halt ein absolutes Workhorse, aber trotzdem, du weißt, wie viel Zeit es kostet, Shows zu schneiden und wie krass das einfach ist. Und wenn du dann 3 Tage hast mit 4 Shows, da kommt er dann halt nicht mehr ganz so hinterher. Und Julius schickt mir immer die Videodateien und von daher muss ich da ein bisschen auf ihn warten und habe das jetzt eben hochgeladen. Ja, aber und gut, aber du hättest ja auch einfach, weiß ich nicht, ein paar einzelne Ausschnitte schicken können, dann hättest du ja auch nicht die ganze Show. Ich will den da auch nicht stressen oder so, der war auch nur im Urlaub und so weiter und der soll jetzt erstmal die On-Demand-Sachen und die für WXW Now machen und dann kann er mir den Vlog-Stuff schicken, drängt ja auch nicht. Ja. Im Endeffekt. Und der Julius, der schneidet auch die Shows komplett alleine oder hat er auch irgendwie ein Team oder wie machen die das, weißt du das? Julius macht das komplett alleine, was ich richtig krass finde, in der Art und Weise, wie der das einfach macht, dass der sich direkt nach einer Show, also der filmt ja auch und direkt nach der Show setzt er sich dann dahin mit Energy Drink und dann schneidet er einfach diese Show durch komplett, ja, und dann macht er kein Auge mehr zugefühlt, also der ist einfach ein absolutes Workhorse, genau wie du, Franz, was Shows schneiden angeht, wahrscheinlich drauf. Ja. Das ist schon nice. Ja, das ist wirklich, darf man nicht unterschätzen. Hat er mal erzählt, in welcher Art und Weise er schneidet? Das würde mich interessieren, in welchem Programm oder was für eine Strategie er hat, ob er erst einmal alles hochschneidet oder ob er direkt auf halbe Geschwindigkeit schneidet oder so. Hat er das mal erwähnt? Oh, ich kann ihn das mal fragen. Sollst du Lappen mal ankommen? Ich lade ihn mal ein. Vielleicht schicke ich ihm das mal, dass wir über ihn geredet haben. Dann kann ich ja auch mal reinschauen. Und dann kommt er vielleicht mal vorbei und erklärt dir die große Kunst des Schneidens. Weil der Typ ist halt echt richtig cool drauf. Ich habe den in Chemnitz das erste Mal getroffen. Und sofort richtig respektvoll. Und du merkst einfach direkt, der Typ hat's drauf. Und ich glaube, der wird auch irgendwann mal von Wrestling in Deutschland leben können. Allein durch Videoedition. Wenn das irgendwann mal passiert, dann wäre das auch cool. Ja. Cool. Cool, Perry, hast du noch irgendwas loszuwerden? Müsst du irgendwas bewerben? Was steht bei dir an, abgesehen von Courage gucken am nächsten Sonntag? Oh, ich werde bald eine riesen Geburtstagsparty durchziehen und der Franz wird ja auf jeden Fall auch kommen. Perky, es tut mir leid. Es ist halt parallel Berlin Underground. So. Tut mir leid, aber Essen sind Feiern nicht meins, zweitens Reisen nicht meins, drittens muss ich dann schon wieder Geld ausgeben und Berlin Underground ist noch parallel. Das sind alles Gegengründe, aber ich kann dir auch Gründe dafür sagen. Es kommen Leute aus Wrestling Deutschland, aus ganz Wrestling Deutschland. Wer denn alles? Ich weiß von Bruce und Chris. Die du treffen musst. Ich kenne Bruce und Chris. Wer kommt denn noch? Allein wegen Chris mit K musst du doch kommen. Chris war vor 2 Wochen bei mir hier. Ja, aber den wieder zu sehen muss doch für dich auch, also du musst doch frohlocken innerlich. Dein Herz muss doch Luftsprünge machen, wenn du allein darüber nachdenkst, ihn wieder zu sehen. Also fast zumindest. Ja, Franz, ich fände das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das steht bei mir demnächst an. Ansonsten werde ich natürlich am 3. November in München sein und mir Tim Wieses ersten Kampf geben. Erst 3 Tickets habe ich tatsächlich. Von wem denn? Ist noch nicht ganz so publiziert worden, aber es wird demnächst bekannt gegeben. Ich kann nur sagen, ich habe nichts dafür bezahlen müssen, ja. Aber es sind die Connections. Und deswegen... Kurze Frage. Ich habe mich auch um Tickets bemüht. Aber sind die Connections offiziell WWE oder ist es irgendein Sponsor, der jetzt bezahlt hat? Nee, das ist nicht WWE. Das Ding ist, ja, ich würde mir niemals aus eigener Tasche, also ohne Witz, ich würde mir niemals da erste Reihentickets kaufen. Das ist ja viel zu teuer. Aber das trotzdem mal zu experiencen, ist doch, denke ich, schon eine nice Sache. Aber... Weil ich habe mich auch ein Ticket um München bemüht, wie gesagt, da möchte ich ja noch hin. In München möchte ich auch eigentlich, aber selber bezahlen will ich ja auch nicht. Aber ich habe halt versucht, den offiziellen Weg über die WWE zu gehen, über unsere Connections. Und da wurde mir gesagt, dass es bei der WWE ein bisschen schwierig geworden ist, weil die eine neue Marketingabteilung haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob Martin, Flo dieses Jahr überhaupt das bezahlt bekommen. So wie jedes Jahr. Naja. Das wäre schon, also das ist halt, habe ich auch gehört, dass sie da eine neue Abteilung haben. Das wäre schon richtig, richtig räudig, weil YouTuber sind ja im Endeffekt so underrated. Wir wissen das ja beide, wir sind so underrated und naja, an sich kann man da schon mal auch eine Investition wagen. Ne? Ich meine, ein VIP,
Ticket, wer da alles im VIP-Bereich ist. Also ohne Witz, da sind wir ja alle mal dann würdig, da drin zu sitzen, ne? Also, wenn ich mir das anschaue, ich meine, die haben ja alle kein Wrestling. Naja, gut, ich will jetzt nicht shooten. Perky. An sich, ich habe noch eine Karte übrig. Wenn du nach München willst, dann kannst du die gerne haben. Oh, das hört sich doch schon besser an. Obwohl, vielleicht machen wir auch, vielleicht zahlst du mir die Hälfte oder so und die andere Hälfte erlasse ich dir dann. Weil ich habe ja eine Karte gekauft und da habe ich noch zwei gesponsert bekommen. Tatsächlich, ja. Du bist nicht mehr durch? Moment, eine Karte war aber nicht eine erstreihige Karte, die hattest du vorher schon gehabt. Oder wie? Eine Karte im Oberrang gekauft, weil ich eigentlich so hin wollte. Meine ich ja, die hattest du vorher gekauft und dann kamen diese zwei Erstreihen-Tickets dazu. Genau. Überleg, ich melde mich dazu noch. Okay, Perky, Franz. Haust du rein, lass dich nicht zu viel bashen. Auf Wiedersehen. Sowieso nicht. Ciao, also, ciao. Der Perky, ja, der Kollege. Probieren wir es jetzt nochmal mit den Leuten, die vorhin rein wollten. Der gute Dedi. Hallo Dedi, kannst du jetzt mit mir sprechen? Ja, moin. Hallo, stell dich kurz vor und auf geht's. Ja, ich bin der Dedi, 21 Jahre alt. Cooler Typ. Guck seit 11 Jahren Wrestling. Ja, und komme aus Hamburg. Hamburg, nice. Bist du Rocket Beans Fan? Bitte? Bist du Rocket Beans Fan? Ob ich Rocket Beans Fan bin? Ja. Oh, mal so ab und zu mal so ein bisschen. Ne? Reicht mir. Bist cool. Was möchtest du? Wir haben auch schon mal miteinander geschnackt beim 16 Karat. Ach, ich weiß, wer du bist. Hey. Ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Ich weiß, wer du bist. Was geht ab? Über was möchtest du reden? Ja, ich wollte mit dir, wenn wir schon mal bei 16 Karat sind, über das 16 Karat 2017 reden. Mensch, bist du da wieder am Start? Was denkst du denn, wer die 16 Teilnehmer sind 2017? Ach du Kacke, na Cody? Außer Cody Rhodes natürlich. Ach du Kacke, du, ich wie gesagt, ich verfolge WXW eigentlich so gut wie gar nicht, aber beim Karat überlege ich mir auf jeden Fall hinzugehen, weil halt Karat im Prinzip nicht WXW ist, sondern Fly-In-Shows, ne? Bis und plus paar einzelne Leute. Von daher, keine Ahnung, aber wer mit Karat hat ja so einen leichten Hang dazu, Leute zu booken, die noch nicht ganz den großen Sprung geschafft haben in den Pool des Hypes auf der ganzen Welt, aber kurz davor sind so, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, das würde ich auch sagen. Wer wäre denn dabei so, ne? Ist halt auch mal schwierig so. Independent, alle zwei Monate wird irgendein großer Independence da weggeschnappt von der WWE. Ich glaube, das ist richtig schwer. Ich lese es gerade. Wie ein Raum heißt bei Discord gerade, Opfer der Rufmörders. Hätte ich wieder einen Namen. Leute, haut mal ein paar Namen raus hier im Chat, wenn ihr euch da vorstellen könntet. Ich muss überlegen, ich habe auch leider. Also, sonst kann ich ja so meine Namen sagen. Genau, mach mal. Ja, also ich wünsche mir, so wie der jetzt ja auch im Dezember dabei ist, bei der 16th Anniversary Tour, Adam Cole, baby. Nice. Mike Bailey, warum nicht? Will Ospreay, mit dem will ich nochmal ein Saufen nach der Aftershow-Party, der hat ordentlich Vollgas gegeben. Ich habe ihn am nächsten Tag noch bei McDonald's getroffen, Alter, der konnte erst gar nichts mehr. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann, ich denke mal, Axel Dieter Junior vielleicht nochmal. Ne? Der muss dann aber gewinnen, hoffentlich. Also ich wäre ja dann dafür, dass er gleich in der ersten Runde rausfliegt, ne? Ah, das war doch fantastisch. Als er im Finale war. Und Ilya Dragunov auf das Match fand ich auch richtig stark. Stimmt. Naja. Marty's Girl, das ist bestimmt auch wieder mit am Start. Meint ihr, Marty's Girl wird irgendwann von der WWE geschnappt? Oder meint ihr, der wird da nie hinfinden? Ich meine, der hat halt. Ich finde Marty's. Also ich würde sagen, ja. Ja? Aber der WWE weiß man nie, ne? Jetzt haben sie auch Roderick Strong und so. Hätte man nie gedacht, dass Roderick Strong irgendwann mal in der WWE landet. Das ist das Jahr 2016, das kann alles passieren. Genau. Ist unglaublich, unglaublich. Ja, wie gesagt, Karat. Hast du mal mitgezählt, wie viele jetzt auf deiner Liste sind? Beim Karat einer. Nein, wie auf deiner persönlichen Liste, wie viele das sind? Ach so, wie viele ich jetzt auf meiner persönlichen Liste habe ich 8 Stück insgesamt. Ja, Leute. Aber jetzt sind es mittlerweile 7, weil Shane Strickland wird, glaube ich, nicht mehr genau. WXW antreten. Das habe ich ja heute auch gelesen. Die offizielle Pressemitteilung. WXW beendet Zusammenarbeit mit Shane Strickland, dem Killshot von Lucha Underground, und vakantiert somit die Tag-Team-Titel. Richtig?
Ja, genau. Das, aber weißt du, warum? Ja, ganz schön überraschend. Weißt du, warum? Von Shane irgendwie. Ne, leider nicht. Da haben sie auch nicht wirklich gesagt. Wenn, muss ja entweder. Ja, war das recht, muss ja schon irgendwas Schlimmes sein, weil sonst würde die WXW das ja nicht machen. Entweder war er krass unprofessionell und er hat irgendwie schlecht über die geredet oder irgendwie die Down gemacht. Oder ich weiß nicht, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass er rausfliegt, wenn er, weiß ich nicht, Drogen oder so in seinem Heimatort nimmt oder so. Das, ich glaube, da ist die WXW nicht so krass streng. Kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Ich habe gehört, ja, dass er wohl eine Show bei Progress machen sollte und da wohl nicht angetreten ist oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass er vielleicht denn nicht mehr rübergeflogen ist oder gesagt, er hat keine Lust mehr oder wie auch immer. Ja gut, naja, mit Progress ist es ja die WXW dicke und vielleicht, wenn er da rüber alles geht, dann wollen sie ihm Denkzettel verpassen und sagen, wenn du hier bei unseren Kollegen nicht, wenn du bei unseren Kollegen no-showst, dann hast du bei uns auch nichts zu suchen. Aber ja, das muss genau. Ja dann schon mehrmals passiert sein, weil ich glaube, nach nur einmal fliegt man nicht automatisch aus einer Promotion raus oder so. Ja, das stimmt, das hatte ich ja eher von Leo Rush gedacht. Ne? Genau. Ja gut, hast du noch was loszuwerden? Bist du noch auf irgendwelchen anderen Shows die nächsten Wochen, Monate, whatever? Ja, also Leute, Hamburg kommt, WXW Hamburg, 100%ig müsst ihr alle hinkommen, Power Crowd. Habe ich auch schon Gutes gehört. Und ich werde auch bald mal, Franz, kann ich dir jetzt schon sagen, bald mal zur GWF kommen. Geil. Hast du schon dann ein Datum in Aussicht? Nee, also wenn dann nächstes Jahr, weil dieses Jahr muss ich noch so viel arbeiten. Ja. Ich habe immer so 10, 11, 12 Stunden Schichten, das kriege ich nicht hin. Jo, das ist ein bisschen doof, ja. Ja, ansonsten wäre halt Unstoppable geil gewesen. Aber das Coole ist ja, Unstoppable ist ja dann Pay-Per-View. Entweder, das wissen wir selber leider nicht ganz, wie wir das machen. Wann ist der denn nochmal genau? Also getaped wird am 12. November und der Plan ist entweder den eine Woche später rauszubringen, um zur gewohnten Courage-Zeit am Sonntag oder dreiteilig wie Ultima Lucha rauszubringen, einen Tag später die erste Hälfte, ein paar Tage später die zweite Hälfte und dann den darauffolgenden Sonntag die dritte Hälfte. So würde ich es vorschlagen und das empfehle ich auch. Den GWF-Leuten sage ich den ganz klar. Hast du deinen Coach gesehen vielleicht? Nee, das habe ich leider auch noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich muss so viel arbeiten. Und guck dir den an. Wenn auf doppelte Geschwindigkeit, ja, ist mir egal. Die Matches kannst du auch skippen. Die sind vielleicht nicht so die besten. Guck dir da vielleicht die 2-Minuten-Clips an. Aber die Story-Segmente sind lustig. Aber die Story-Segmente sind lustig. Ja gut, haust du rein. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns, ja? 100%ig. Ciao, ciao. Ja, ciao. Der Dedi. Ja, stimmt. Sagt er, beim Karat getroffen, hat er direkt ein Bild vor Augen, wer es war, ne? Courage auch noch gucken, ich glaube, spinnst, Rocco. Rocco macht eigentlich die Unterschiede, soll eigentlich die Unterschiede machen für Courage, aber er hat zu tun. Rocco und arbeiten, so unnötig. Was? Das kann nicht richtig sein. Wen haben wir noch? Haben wir noch jemanden Neues? Moment hier, lernen wir mal Lasse 1505. Hey Lasse, bitte entmute dich. Es ist ja wieder rausgegangen. Okay. 14. Ist alles gechillt, Rocco. Chill. Alles gechillt. Wen haben wir noch? Übrigens, ist hier irgendwer Neues dazugekommen im Chat? Wen haben wir denn da? Marisa Alexis. Ne? Bin aber sehr skeptisch, wenn Mädels bei mir im Chat auftauchen. Die sich die Arbeit machen, sich bei Beam anzumelden. Mensch. Keine Arbeit, genau. War entmutet, Franz. Nein, du warst bei mir entmutet. So. Ja, ich weiß, Jana. Du bist ja schon immer dabei, deswegen. Lasse, bist du da? Ja, ich bin jetzt da. Jetzt bist du da, wunderbar. Vorurteile gegen Mädchen oder was? Nein, nicht Vorurteile, Problem. Yvonne, es ist bloß Erfahrungswerte. So, Erfahrungswerte. Bei meiner Demografie von unter 5% Mädels, die meine Videos gucken, ist man immer sehr skeptisch. So, ich freue mich sehr darüber, aber oft, habe ich auch letztens schon erwähnt, sind auch irgendwelche Leute, die irgendwelche Profilbilder drin haben. Da muss man immer erst zweimal checken. So. Alles klar, Lasse. Was geht ab? Jo, alles klar, ja. Soll ich ein Thema vorschlagen oder wie? Ja, du musst da irgendwann hergekommen sein, oder hast du mit den Leuten in der Wartehalle gelabert? Nee, das nicht, aber ich habe ein Thema. Auf geht's.
Ich wollte noch mit dir über Sanity reden. Da hast du ja noch nie im Video oder beim letzten Abmalarm drüber geredet. Was hältst du davon? Also, Sanity. Dass Alexander Wolf jetzt endlich bei NXT debütiert ist. Ich find's fantastisch. Natürlich ist es immer cooler, wenn man als Singles Wrestler debütiert, weil ich würde sagen, dass wenn man als Singles Wrestler debütiert, langfristig mehr Chancen hat, auch irgendwie weiterzukommen. Weil Stables sind nur da, irgendwann gebrochen zu werden. So. Und irgendeiner wird immer derjenige sein, der links liegen gelassen wird und der nicht weiterkommen wird und die Höchstzeit von dem war halt das Stable. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese Person nicht Alexander Wolfe sein wird. So, Alexander Wolf, whatever. Ansonsten gefällt mir das Tag Team, dieses Stable sehr, sehr gut. Eric Young mag ich, Nikki Storm mag ich, Sawyer Fulton, von dem habe ich nicht so viel gesehen, aber der wird mich bestimmt auch noch überzeugen. Und Axel Tischer ist halt sowieso fantastisch. Und ich finde, die passen da auch eigentlich ganz gut rein. Das Coole ist, die müssen beide nicht so viel Promos halten. Das macht wahrscheinlich dann Eric Young für die beiden. Und viele bezeichneten das ja auch als eines der besten Debüts in NXT History. Ich fand's auch okay. Ich meine, so krass hat's mich jetzt nicht gecatcht, weil natürlich die Debüts schon wieder 2 Monate vorher angekündigt worden sind, weil die halt tapen so krass im Voraus. Weil müsst ihr euch mal vorstellen, NXT tapet mehr im Voraus als Courage. Naja. Und deswegen, I don't know. Sind die eigentlich Heal? Die sind doch eigentlich Heal. Also mir kommen die so vor wie ein Heal-Tag-Team. Also wie ja, Heal, Face, Schmiel, Schmace, ist doch alles scheißegal. Können die trotzdem feiern. Wie Romans, ne? Ja, warte mal, wer war nochmal deren Gegner? Glorious 10, ne? War noch deren Gegner. Genau, Glorious 10 war noch ihre Gegner. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, Glorious 10, ja, da ist doch hier der eine abgehauen hier, Bobby Roode, oder? Klar, von Dings. Und von dem Tag Team Match. Ich weiß auch nicht ganz. Im Tag Team Turnier kannst du das auch noch nicht so ganz sagen. Da muss man, glaube ich, abwarten, was ihre weiteren Aktionen sind. Weil jetzt haben sie auch nicht so wirklich was gemacht, was auf Heel oder Face andeutet, bis auf dass sie die Gegner einfach zerstört haben, weil sie cool drauf sind. Von daher, gucken wir einfach mal. Wir feiern sie ja so oder so, weil einfach Alexander dabei ist. Ja. Bin auch der Meinung. Wie fandest du denn das Debüt? Ich war ja ein bisschen überrascht. Also ich wusste, einen Tag davor habe ich mal erfahren, dass Alexander Wolf debütieren wird bei NXT. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut für den. Der hatte ja schon zweimal einen Auftritt. Ich glaube einmal ein Match gegen Baron Corbin und gegen Samoa Joe, wo er verlieren musste ganz schnell. Fand ich halt eben schade. Und ja, aber es ist halt, ich freue mich halt eben für den. Jetzt hat er wenigstens eine relevante Rolle im Fernsehen. Und da ist er eben auch jetzt endlich mal ein deutscher Wrestler, der auch mal ein bisschen was zu was fähig ist, finde ich zum Beispiel. Also, ja. Ich freue mich auch sehr, dass es wirklich einen getroffen hat, der es wirklich verdient hat und der auch wirklich jemand ist, der dankbar ist, im Wrestling-Business zu sein und der auch wirklich da voll und ganz hintersteht und nicht einfach nur bei der WWE auftaucht, nur weil er vorher einen großen Namen hatte, egal auf seine, unabhängig von seinen Skills. Ne? Das werden wir dann bei Tim Wiese sehen, wie gut, dass da laufen wird. Von daher, ich hoffe wirklich sehr, I put all the trust in Alexander. Wenn wir eins wissen, dann wissen wir, dass er, auch wenn sein Gimmick vielleicht irgendwann in der Zukunft nicht so optimal sein sollte, sprich, er wird irgendwie zu typischen deutschen Nazi oder so, wissen wir, seine In-Ring-Skills werden top-notch sein und da wird er mithalten können. Von daher kann man sich darauf schon mal mindestens freuen und ich glaube, sobald das alles stimmt und ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass er einer der professionellsten Menschen ist, die dort arbeiten werden und der voller Respekt, voller Respekt ist, dass er dort doch eine gute Karriere vor sich hat, wenn er sich nicht aus Versehen mit irgendjemandem verscherzt. Das weiß sie bei der WWE ja nie, ne? Verscherzt sie mit irgendeinem, zack, Suspendierung. Oh nein, muss da jemand etwa verletzt, muss da etwa jemand operiert werden? Und dann ist wieder ein Jahr weg, ne? Und dann wird er gefeuert, weil er nicht mehr zurück in die WWE findet. Gut, Lasse, hast du sonst noch irgendwas Lust zu werden? Lasse. Ja, ich könnte auch noch kurz über Courage reden. Geil, Courage. Wie hat sie gefallen? Ich weiß nicht. Also ich fand, bei der ersten Folge, ich habe mir das neu angeguckt, die erste Folge fand ich, nicht so gut. Also ich musste auch erstmal ein bisschen reinkommen. Ich bin das von der WWE gewöhnt, dass halt eben die Matches ein bisschen länger dauern. Also
bei der GWF, bei der ersten Folge, waren die Matches schon relativ kurz. Moment. Also, Moment. Wenn du dir Raw anguckst, wo gehen denn da Matches länger als 10 Minuten aus dem Main Event? Du. Nur als Beispiel, also. Bitte was? Warte, ich verstehe dich nicht. Müssen wir weg. Ist jetzt ganz ernsthaft rausgeworfen. Nein, ich höre dich. Lasse. Ich höre dich bloß die ganze Zeit nicht. So, ich habe... Also, es hat gerade ein bisschen gedeckt bei mir. Ja, pass auf. Aber wenn du dir Raw oder SmackDown anguckst, wo gehen denn da Matches länger als 10 Minuten? Außer im Main Event nirgendwo. Richtig? Ja. So, und in der ersten Episode waren beide Matches länger als 10 Minuten. Die Länge war... Ja, nee, die Länge fand ich auch schlimm, aber die Aufmerksamkeit, die haben einfach Chain Wrestling. Da kamen dann am Ende noch 4-5 Moves, dann zum Beispiel beim ersten Match die Shooting Star Press und dann war das Match schon vorbei. Ja, ist also, auch okay, war halt sein Finisher. Du kannst ja nicht bei ist ja im Prinzip TV-Show mäßig, also es leitet ja auch ein Pay-Per-View-Match hin, oder auf Pay-Per-View-Segmente. Du kannst ja jetzt nicht sagen, dass da Finisher gespammt werden sollen, denn Das kann man auch nicht so oft machen, so, ne? Naja. Ja, aber wie hat dir die zweite Folge gefallen? Die ist ja, wie gesagt, die erste richtige Folge ist sie ja im Prinzip. Ja, die zweite Folge war auf jeden Fall besser. Das Match von Orlando Silva hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, aber es gab, du hast später jetzt Karriere mit dem, da gab es ja eigentlich sozusagen zwei Finisher-Kickouts. Also einmal aus dem Submission-Move rausgekommen. Und einmal aus dem Enchilada-Klatsche. Enchilada-Klatsche, ja. Wie heißt er noch? Ja. Enchilada-Klatsche ist ja auch rausgekommen. Deshalb, da hat mich schon ein bisschen überrascht, dass er rausgekommen ist. Da war ich auch ein bisschen im Match drin, weil ich schon Orlando Silva ein bisschen kannte, weil du halt eben in der Karriere und so davon erzählt hattest. Ja, und das freut mich auch. Ich war dann natürlich auch im Live-Chat unterwegs und so weiter. Dass ganz viele Leute da waren, also zumindest im Live-Chat, viele gucken wahrscheinlich auch zu und haben kein YouTube-Account, die durch mich auf die GWF aufmerksam geworden sind, beziehungsweise Orlando angefeuert haben oder gesagt haben, wir wollen Orlando sehen oder Hashtag Friends oder sie. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr am Start gewesen seid dass ihr dort den Chat ein bisschen aufgemischt habt und auch konstruktiv Feedback gegeben habt. Das hat uns alle sehr, sehr gefreut. Und das ist natürlich umso besser, dass ich ein bisschen mithelfen konnte, einen der Charaktere der GWF aufzubauen und dann auch noch diesen Fall Orlando, dass man da schon Bezug hat und direkt weiß, okay, den finde ich gut. Übrigens begrüßen wir Alex im Chat. Halli, hallo. Alex, wenn du möchtest, kannst du auch noch zu Lappenalarm kommen und kannst ein bisschen über Courage reden. Oder was auch immer. Ja, machst du sonst irgendwas loszuwerden? Wie fandest du die Sequenzen dazwischen? Mein Highlight bei der zweiten Courage-Folge-Segment war es nochmal. von Soraya Knight. Ah, schön, wie sie einfach mal Roland und iTouch da einhauen. Vor allem, das hat man nicht so ganz gesehen, oder was, ne? Die ist ja wirklich so drauf. Sie hat ja gesagt, ne, holt mir jetzt einen Lappen, das fällt schon mal gut, holt mir einen Lappen und ein paar Pillen, denn sie sagte, nächste Woche wird es richtig viel Blut geben gegen Westnam, das ist ihre Ansage für das nächste Match, für das Ladies Titles Match. Und iTouch bückt sich so, will der Tasche rumkrallen und sie haut halt einfach nochmal so eine hinterher, weil sie wirklich so drauf ist, aber das sieht man nicht so optimal, nur erst zweimal hingucken. Naja, das war eines meiner Highlights. Oder natürlich, die Vorstellung von Orlando Silva, Hashtag Sexy Crexy Mike, fantastisch. Lasse, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Ja. Haust rein, ciao. Tschö. Der Lasse. So, und ich sehe gerade, der Alex ist tatsächlich am Start. Dann lass er direkt weiter über Crouch reden, wieso auch nicht. Begrüßen wir den guten Alex. Halli, hallo, hallöle, Alex, wie geht's, wie steht's? Franz, grüß dich. Oh, Gottes Willen. Bist du gesund? Männerkrippe. Oh. Kurz vorm Abnippeln. Ja. Männer sind nicht krank, sie sind verletzt. Ja. So. So heißt das. So geht das. Hashtag pray for me. Ja. Ah, schön. Hast du ein Thema mitgebracht oder wollen wir gleich über Coach reden? Ich habe natürlich kein Thema mitgebracht. Du warst ja auch in der Live-Ausgabe dabei. Ich war übrigens einerjenigen. Ich hab den Leuten von der GWF gesagt, die sollen das nicht als live bewerben, weil das ein bisschen verarsche ist. Es läuft halt nur über YouTube live. So, ne? Aber sie meinten, nö, lass machen, so, ne? Ich war dafür, dass man es als Erstausstrahlung kennzeichnet.
Aber das hab ich schon zu sagen. Wie hat dir Courage gefallen, Folge 2? Also Folge 2 war deutlich stärker in meinen Augen wie Folge 1. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass Berlin einfach viel, viel besser gewirkt hat als Rostock beispielsweise. Ja. Obwohl die Namen jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt größer waren. Ich meine, man hatte ja in Rostock schon ein Hammer-Match, aber es sieht einfach viel, viel besser aus. Die Stimmung ist auch deutlich besser gewesen. Ja, leider waren, ich habe es versucht, möglichst zu kaschieren. Leider waren die Sitze nicht gut besetzt. Das war echt schade. Und das an beiden Tagen auch noch. Also es gab wirklich viele Lücken so im Publikum. Aber wir haben unser Bestes gegeben, trotzdem Stimmung irgendwie auszugleichen. Das stimmt auf jeden Fall. Das Huxleys ist natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, weil du halt da die ganzen Leute hast, die halt jeden Monat da sind und die halt auch noch viel vertrauter sind mit den ganzen Leuten. Und das macht auch eine Menge aus. Wie fandest du denn die zum Beispiel dieses Anfangssegment, dieses Umzugssegment mit den Schauspielern? Du meinst mit Ingos Krabbelkiste. man weiß ja noch nicht so richtig, wo es hingehen wird. Also ich habe ja schon gehört, dass die Dame auf jeden Fall auch nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, aus der Folge ist man jetzt nicht wirklich schlau geworden, was es mit den beiden auf sich hat. Aber ich gehe davon aus, sie werden bei einem Event enden, ja, in welcher Form auch immer. Und das ist halt dieser Serieneinfluss, den man hat. Ne? Und ich finde es eigentlich ganz nett, dass man eben nicht nur diese klassische Wrestler-Nummer zeigen und Wrestler geben ein Interview und das war's dann Sachen macht, sondern dass man im Endeffekt auch versucht, Geschichten zu erzählen. Ne? Warum Matt Cross jetzt allerdings über die Dächer von Berlin läuft, weiß ich auch noch nicht so wirklich, aber schauen wir mal. Ja, das weiß, glaube ich, dass so einfach bloß Stimmungsmache sein. Ich glaube, man wollte einfach bloß einen coolen Shot haben von den Dächern oder was. Ich meine, man hat ja auch so angefangen mit der Ankündigung damals über den Dächern von Berlin, die mit Ahmed und Ingo, wo er den Umschlag übergeben hat und so. Ich glaube, über die Dächern ist irgendwie so ein allgemeines Thema, also hat, glaube ich, keine weitere Bewandtnis. Hast du denn irgendwas auch zu kritisieren an der Folge? Also ich meine, das Finish um Sexy Crazy Mike hat schon erstmal sehr komisch gewirkt. Ne? Also man kann schon mal Sterne sehen, auch ohne Spalte, aber das war schon großes Schauspiel. Ja. Yeah. Na, das war nur halb so gut, wie er das gemacht hat. ich meine, es ist, hat einen höheren Sinn. Es ist eine Story, die sich fortsetzen wird. Dementsprechend, okay, kann man damit leben. Ansonsten, wenn ich das erste Mal gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Quatsch? Aber kritisieren ist halt immer relativ. Ne? Also es gibt Sachen, die gefallen, es gibt Sachen, die gefallen einem nicht. Und das war jetzt sicherlich eine Sache, die mir weniger gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge deutlich stärker als Folge 1. Und ich glaube, jetzt fangen die Storys einfach anzugreifen. Ne? Genau. Wie gefällt dir der Schnitt der Matches? Ich bin, wie gesagt, noch dran, mich zu verbessern und so weiter. Ich schneide auch nicht allzu lange Matches und vor allen Dingen bei Impact-Moves und so weiter muss ich mir noch angewöhnen, nicht immer wegzuschneiden. Hast du da irgendwas, auf was ich da achten sollte? Ich meine, du bist jetzt auch schon lange Wrestling-Fan. Irgendwelche so Sehgewohnheiten da zu beachten, wäre ja, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Ja, vielleicht gar nicht mal von dem Schnitt her. Ich glaube, das war auch schon ein bisschen besser wie jetzt beispielsweise das Rostock-Match. Ja. Bin bei dir, wenn du sagst, okay, die Impact-Sachen sollte man vielleicht nicht immer gleich schneiden. Ja. Was mich viel mehr gestört hat, in Anführungsstrichen gestört, sind diese unterschiedlichen Farbwelten der Kameras. Ja. Ich weiß, da kannst du wahrscheinlich wenig dafür, aber Die war schon angepasst. So. Wie gesagt, also die Osmo, du meinst wahrscheinlich diese stark überlichtete, ne? Ja, diesen Blaustich im Endeffekt, ne? Ach so, nee, den Blaustich. Ach, die meinst du? Das war die Ringside-Kamera von Dejan. Das hatte ich ja vorhin erwähnt. Also, ich habe die schon versucht anzupassen, aber alle 2 Minuten oder immer bei der Hälfte des Matches oder so hat sich halt der Weißabgleich geändert, so, ne? Und da bist du halt bis die Tage nicht fertig, wenn du ständig da reingehst und die veränderst. Ich versuche jetzt schon beim zweiten Taping das ein bisschen mehr anzupassen. Aber vor allem, was mich mehr gestört hat, war von der Osmo, also die Cam, die immer die Cam, die auch die Entrances filmt, dass sie halt stark überlichtet war. Das ist am zweiten Tag nicht mehr so, aber das hat mich zum Beispiel viel aufgeregt. Aber was willst du machen? Ich kann auch nur damit arbeiten, was ich bekomme. Was willst du machen? Und klassisch in Berlin ist die vibrierende Hardcam. Also. Ja, ist wirklich so. Aber was ich so schade fand, bei Battlefield hatten wir keine vibrierende Hardcam, weil die aber irgendwie ein Stativ hatten, was ein richtig schweres Gewicht hatte. Und das war dann dieses Jahr, war dieses Mal leider nicht so. Und das fand ich auch nicht so schön. Was willst du machen? Dann kann ich halt wirklich nie Hardcam auf die Hardcam schalten, weil halt wirklich bei jeder Aktion die Hardcam wackelt. Schade, schade.
Ich meine, irgendwo muss man ja auch sehen, dass es kein Fernsehprodukt ist, ne? Genau. Dass es ja immer noch in Anführungsstrichen ein Laienprodukt ist und genau. Alles gut. Ja, also genau. Das ist ja meckern auf hohem Niveau, wenn wir über die Kamerafarbe sprechen. Also von daher ist, glaube ich, viel richtig gewesen, ja. Cool. Alles klar. Alex, was steht bei Wrestling Plus an demnächst? Irgendwas Großes, irgendwelche Fahrten, irgendwelche coolen Postings, die du schon geplant hast? Also das lustigste Posting, was ich gemacht habe, das war so ein 5-Minuten-Ding, Wrestling ist echt, vielleicht hast du es gesehen. Ja, habe ich gesehen, haben ganz viele geliked, ne? Es ist ziemlich durch die Decke gegangen dafür, dass ich irgendwie 5 Minuten am Morgen schnell irgendwas zusammengeschoben habe. so einfach ist dann manchmal Social Media, aber was steht an? Also ja klar, wir werden Courage weiter begleiten und bereiten uns so langsam auf Berlin dann vor, auf Unstoppable, wo ich ja dann auch sein werde. Das sind so die nächsten Lichtblicke im Wrestling-Dasein meinerseits. Freut mich. Gut, Alex, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Freut mich, dass du am Start gewesen bist. Oder wie das im Deutschen heißt, keine Ahnung. Haust rein, ja? Ciao. Der Alex, ein nett gesehener Kollege. Und wir haben über Sexy Craxy Mike geredet. Und das Lustige ist, ich habe seit neuestem einen Zuschauer, oder der ist mir jetzt seit kurzem aufgefallen, der ist wirklich Craxy. So, begrüßen wir den nochmal hier bei Lappenalarm. Hallo Craxy. Du musst dein Mikrofon entmuten und dann kannst du mit mir sprechen. Mach bitte deinen Livestream aus und dann sprich mit mir. Hörst du mich? Da, sprich. Ja. Also ich wollte... Du bist sehr, sehr leise. Kannst du mal kurz bei den Audioeinstellungen was checken, ob du vielleicht dein Mikrofon lauter machen kannst? Du bist sehr, sehr leise. So besser? Ja, minimal. Krieg ich schon einen Proben. Fang jetzt mal an zu sprechen, ich mache dich lauter. Ihr wolltet so ein bisschen über Courage sprechen. Cool. Auf geht's. Stell dir erstmal vor. Also ich bin Pascal, bin 15 Jahre alt. Ja. Und komme aus Bremen. Oder was heißt Bremen? Nähe Bremen. Und warum heißt du denn Craxy? Warum heißt du denn genau Craxy, wenn wir über Crazy, Sexy Craxy Mike reden? So. Ich hieß schon so, bevor ich dich kannte. Ich weiß, aber woher kommt der Name? Keine Ahnung. Das ist jetzt Quatsch. In irgendeinem Spiel musste ich mir einen Namen ausdenken und dann kam ein Freund mit der Idee, mich so zu nennen. Okay. Also, voilà. Auf geht's, dein Feedback zu Courage. Also, Matches, klar, waren jetzt nicht so Bombe, aber darum geht's mir halt auch nicht. Mir ging's, wie bei dir eigentlich auch, eher so um die Storylines. Und bei Courage finde ich wesentlich besser als bei WWE zum Beispiel. Allein dadurch schon, dass das Deutsch ist. Und ja, finde ich halt wesentlich besser. Okay, jetzt sag doch mal, ja, oder frag doch mal allgemein, welches Segment hat dir am besten gefallen? Nee, erstmal die Frage, hattest du denn vorher irgendwelche Berührungspunkte mit deutschen Wrestling beziehungsweise mit GWF? Nein, das habe ich alles durch dich eigentlich. Das freut mich. Und hast du denn jetzt auch schon in den paar Folgen, die du jetzt, oder das wenige, was du durch die GWF mitgekriegt hast, schon irgendwelche Bündnisse schließen können, beziehungsweise schon irgendwelche Leute ins Herz geschlossen, oder hast du schon deine Favoriten? Oder auf wen findest du interessant? Auf wen würdest du gerne mehr sehen? Wer sollte mehr Einfluss in der Story haben? Oder wer sollte mehr Story allgemein bekommen? Viele finden ja Trucker und Bouncer ziemlich cool. Die haben ja wirklich recht sehr lustige Segmente. Die machen ja auf Bud Spencer und den anderen Typen, Leute. Ich habe keine Ahnung von Filmen. Gib mir mal kurz die Hilfe und so weiter. Wie findest du das alles? Oder wen hast du da schon ins Herz geschlossen? Lando Silva auf jeden Fall. Ja, freut mich. Terence Hill, so wie ich sage, andere. Spalter? Ja, Spalter ist geil, ne? Ist auch so. Ja gut, Spalter habe ich natürlich auch. Der war ja auch ein Let's Play. Okay, noch jemanden? Cash Money Mafia. Oh. Das, okay, da möchte ich kurz mit euch drüber reden. Cash Money Mafia, magst du oder findest du interessant? Finde ich interessant. So, finde ich interessant. Viele, also ihr hättet mal sehen müssen, ne, bei Battlefield, ne, bei Battlefield war ja so der Rumble von der GWF, die Veranstaltung vor Courage, und da hat ja Cash Money Erkan den Rumble gewonnen, sodass er dann bei Unstoppable, wie bei WrestleMania, bei der WWE, dann auf Spalter für den Titel antritt. So, Problem, also er ist halt total over, beziehungsweise ganz viele sind halt voll, stehen halt hinter ihm. Aber ganz viele auch nicht. Das Problem ist halt, theoretisch, also in der Theorie, ist er halt
Babyface, so, ne? Aber auf der anderen Seite hat er eine ganze Gang von Leuten hinter sich, die ihm helfen, die andere Leute, weiß ich nicht, die Rookies runtermachen, die machen sich lustig über die Rookies, hab ich ja in der zweiten Folge gesehen, und er ist eher so prollmäßig drauf, und wenn er sagt, ja, wenn der mit umkommt, dann überrennen wir den mal mit unserer Mafia oder so. Und trotzdem feiern die den. So, ich finde es ja gut, ne? Also mir ist halt egal, ob er Face oder Heel ist, ich weiß, wie ich zu ihm stehe oder ob ich ihn ausbuhe, und ich finde es halt auch lustig, dass es da wirklich Leute gibt, die ihn voll abfeiern. Das macht das Ganze natürlich interessanter. Ich bin ja auch immer auf der Seite, diese Graustufen da einzuhalten. Warum ist er für dich interessant? Erklär mal. Ich finde es halt cool, wenn man in einer Gruppe ist, also mehrere auf einmal, also immer zum Ring kommen und sowas. Ja. Und wenn man halt so Leute hinter sich hat, die halt auch ab und zu mal so ein bisschen heelmäßig dann helfen. Und ja, ich finde das interessant halt. Okay. Ja gut. Wie findest du, ich weiß auch genau. Ja, der Lasse schreibt zum Beispiel, schwer sich als Anfänger den Namen der Wrestler der GWF zu merken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den könnte man noch als Kritikpunkt annehmen. Man nimmt doch nicht so zu 100% die neuen Zuschauer mit. Man geht halt viel davon aus, dass Leute schon sich mit dem GWF-Produkt vertraut gemacht haben. Aber ganz viele gucken halt zum ersten Mal GWF und wissen gar nicht, was die Vorgeschichte von den jeweiligen Topstars, so heißen sie bei der GWF, nicht Superstars, nicht Wrestler, Topstars werden die genannt. Da könnte man schon noch einen besseren Job machen, obwohl man natürlich diese Videopakete hat, wo sie sich selber vorstellen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine begrenzte Sendezeit. Selbst jetzt schon, die zweite Folge war eigentlich zu lange und wir mussten auch schon echt eine Menge schneiden. Also ich hoffe, es ist nicht wirklich aufgefallen, aber ich würde schon sagen, 4 Entrances habe ich geschnitten. Also nicht, natürlich da drin ist das Videosegment, aber auch ganz viele Wrestler, ganz viele Topstars haben so ein ewig langes Intro, vor allen Dingen fucking Cash Money Erkan, der ungefähr eine Minute braucht, seine Musik spielt, er kommt zum falschen Einsatz raus, seine Musik spielt, dann kommt eigentlich der Einsatz, wo man erwarten würde, er kommt raus, aber er bleibt trotzdem noch eine halbe Minute draußen und dann kommt er erst, aber du kannst natürlich nicht in der Sendung reinschneiden, wo die Leute dann einfach Ewigkeit Publikum singen. So, und dann muss er halt irgendwie zusammenschneiden. So, bei wem habe ich noch geschnitten? Der Bouncer habe ich geschnitten. Ivan Kiev muss ich schneiden. Auch so ein ewig langes Intro. Noch wer? Ja, Lions noch, die Young Lions. Alle haben so ein ewig langes Intro und nächste Woche ebenso. Das wird, mal sehen, wie ich das mache. Hast du sonst noch irgendwas anderes loszuwerden zu Courage? Oder noch irgendein anderes Thema? Ist mir egal. So Courage jetzt eigentlich nicht. Also, das mit dem Schneiden, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen eigentlich. Dann ist gut. Dann ist ja alles perfekt. Und sonst eigentlich nicht. Freut mich. Alles klar. Haust rein, Krexi. Ciao, ciao. Bis. Wen haben wir denn am Start? Björn, wo bist du denn? Wolltest du nicht auch dazukommen? Wenn nicht, wen nehmen wir? Warte mal, ich nehme jetzt den Torben ran, weil Torben hat eine ausführliche Kritik. wir nehmen mal Torben ran. Hey Torben. Ahoi. Na, Franz. Hi. Worüber möchtest du denn heute mit uns reden? Och, ich habe mir ja sagen lassen, dass am Wochenende ein 2K17-Turnier stattfand von einem deutschen YouTuber mit dem Namen Paraflo. Und ja, das ist nicht ganz so gut verlaufen wie manche andere WWE 2K-Turniere in letzter Zeit. Jetzt möchtest du deine ausführliche Kritik und deine Verbesserungsvorschläge hier jetzt äußern, ja? Ja, so ein bisschen. Ich weiß ja, dass Flo das sowieso wahrscheinlich hören wird, weil Flo ja ein begnadeter Lappenalarm-Fan ist. Und, ja. Erstens, also es fing halt schon damit an, das fand ja im Rahmen seines 12-Stunden-Livestreams statt. Und er wollte ja ursprünglich um 10 Uhr abends mit dem Turnier beginnen, was sich dann irgendwie auf, ich weiß gar nicht, wie weit war, Viertel vor 12 oder so, hat sich das dann rausgezögert. Nicht Viertel vor 11. Ja gut, das geht ja noch 45 Minuten Verspätung, das hört sich nach mir auch noch. Ja, aber dann waren um eine Stunde später erst die ersten beiden Matches rum, weil es halt diverse Probleme gab in der Organisation, bei Sachen, die man eigentlich vorher hätte regeln können. Zum Beispiel, dass er es nicht hingekriegt hat, einen Turnierbaum zu aktualisieren.
einfach die Namen des Gewinners einfach in die nächste Runde einzutragen. Es hat allein schon 20 Minuten gedauert beim ersten Mal. Ja, das könnte ein bisschen besser laufen. Und ja, des Weiteren gab es noch ein Hindernis in den Matches. Das Hindernis hieß Paraflo. Mit der Regel, wenn er das Match gewinnt, ja. Also es war halt das Match zwischen den beiden, und Flo hat an dem Match teilgenommen, und wenn er das Match gewinnt, wird das Match nochmal neu gestartet mit einer anderen Matchart. Was völlige Wettbewerbsverzerrung ist, zumal es ja auch Preise zu gewinnen gab. Ob man die gewinnen will, ist eine andere Frage. Da konnte man nämlich Wrestling-Figuren und Wrestling-Kalender und einen 10-Euro-Gutschein von einem Shop gewinnen. Und wenn man bei einem Shop, wo ein Wrestling-T-Shirt 40 Euro kostet. Ja, der MCHE-Shop, wie gesagt, ich würde die nicht runtermachen, und die sind halt, du musst halt überlegen, die deutschen Shops, die importieren halt erst aus Amerika, und da sind die Preise schon richtig krass hoch, und dann wollen sie natürlich noch irgendwie Gewinn machen. Und ich würde die jetzt auch nicht runtermachen wollen, weil eigentlich ich mit denen auch mit denen zusammenarbeiten wollte. Ich muss den bloß zurückschreiben. Ja, natürlich, das ist ja auch vollkommen legitim, aber ja. Es ist halt schon irgendwie so ein bisschen Ironie, dass wenn ich ein Wrestling-T-Shirt, also was bei der WWE quasi auch gibt, in dem Shop für 40 Euro kommen kann und bei der WWE für 30 Euro, das ist halt ein bisschen, naja, ist ja auch Ansichtssache. Auf jeden Fall konnte man ja diese Preise gewinnen, und ja, dann ist es halt schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn der Veranstalter quasi an den Matches teilnimmt und die Teilnehmer daran hindern kann, zu gewinnen. Außerdem ja, gab es halt auch so ein paar Komplikationen. Es ging halt recht lang. Ich glaube, das ging irgendwie bis 5 Uhr oder so dann im Endeffekt. Und ja, war halt, also dadurch konnte halt auch dann nicht mehr jeder teilnehmen, weil dann vielleicht auch gar nicht mehr im Stream war, weil das halt einfach so lang ging. Und so kam es halt dazu, dass manche Leute nicht mehr angetreten sind. Und anstatt einfach den, der dann angetreten wäre, einfach in die nächste Runde zu schicken, werden dann halt einfach so Leute einfach öfters in Matches gestellt, dass sie einfach eine erhöhte Gewinnchance haben. Zum Beispiel der gute Pixel Gamer, der ja auch hier bei deinem Turnier sehr positiv aufgefallen ist. Also dass man da halt noch eine höhere Gewinnchance hat, einfach ohne Grund quasi. Das ist halt ein bisschen unfair gegenüber anderen, die halt auch vielleicht einfach die Gewinner bekommen wollen. Und das Beste war, den Grund, warum das, was ich jetzt sage, passiert ist, weiß ich nicht. Aber ein Match ist nicht stattgefunden, und der Gewinner, also es war im Viertelfinale schon erst, aber trotzdem, der Gewinner wurde dann einfach per Münzwurf entschieden. Und die Ironie des Schicksals ist einfach, dass er entweder den zweiten oder dritten Platz gemacht hat und dadurch auch einen Gewinn bekommen hat. Und das Ganze ist halt ein bisschen... Also ich sag mal so, es ist quasi schon insgesamt schon schlimm genug quasi, einfach so als Spaßturnier, so wie du das hattest. Aber wenn es dann halt auch noch wirklich um Gewinne geht, dann finde ich, geht sowas eigentlich so gar nicht. Da könnte man das beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser organisieren. Und das Beste war dann ja auch einfach noch, dass Flo so scherzhaft gesagt hat, dass sein Turnier ja viel besser ist, weil es bei dir ja keine Gewinne gab. Und die ganzen Leute, die bei ihm im Discord waren, haben ihn halt frohlockend zugestimmt. Und ja, und dass ich dann Leute lese, die sagen, ja, der Stream war voll geil, ist voll gut gelaufen und so, finde ich eher lachhaft. Wunderbar, Tom. Wow, eine ausführliche Meinung. Also erstmal, bei meinem Turnier geht es um den höchsten Preis in der WWE 2K Games Community, und jeder weiß natürlich, um welchen Preis es geht. Um die Lappenweight Championship. Unser Champ ist leider aktuell nicht da, weil er sich auch gerade engagiert. Ist er jetzt dazugekommen? Er ist mittlerweile da. Hat er schon ein bisschen erzählt, wie bei der GWF war? Nee, ich habe nicht mit ihm geredet. Der ist in meinem Channel gewesen. Genau, der ist im Zocken-Channel. Achso, er ist mittlerweile da. Doch, der Lappenweight Champion ist da. Genau, also, Leute. Der Lappenweight Champion ist ja, also wer sich Lappenweight Champion nennen kann, der hat's einfach geschafft. Der brauchst du nicht so einen fucking 10-Euro-Gutschein. Oder weiß ich nicht, scheiß Wrestling-Figuren. Lappenweight, boah, da kommt alles aus mir raus. Weil so innerlich in mir brodelt. Wärst du auch gerne, oder? Wenn innerlich, du kannst ja auch beim nächsten Mal einfach bei den Matches teilnehmen. Ja. Bei allen, genau.
So, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach coolen Lappenweight Championship Designs. 1, 2, 3 habe ich schon bekommen. Das Beste kommt halt einfach von dem gefreiten Johannes. Ja, ist das schon ganz cool geworden. Falls ihr. Das ist perfekt. Das ist 10 von 10. Ja. Das ist einfach Ted Dillinger in Lappen. Ja, naja, vielleicht könnte man bei den Sideplates noch ein paar andere Logos draufknallen, aber die Frontplate gefällt mir schon ganz gut. Ja, das ist halt pro Champion individuell. Genau. Und wenn ihr auch noch Championships einreichen wollt, könnt ihr es gerne machen bei 2K17, Hashtag Lappen, also oder Hashtag Friends mit AE oder irgendwie sowas in der Art. Sowas in der Art könnt ihr gerne einreichen und mir Bescheid geben und ich gucke mir das Ganze an. Wir machen halt anscheinend wieder eine überlange Ausgabe. Ich habe halt richtig Spaß an Lappen mal und deswegen, vielleicht geht die Folge 5 Stunden oder so. Gucken wir mal eben, oder? Hast du rein, Tor? Hat mich gefreut, ne? Ja, Moment. Ach so. Ich muss ja auch noch mal Cowage loben. Ach so, natürlich. Es ist halt einfach eine wunderschöne Show. Ich meine, man darf nicht außer Acht lassen, dass die GWF halt einfach quasi kein Geld für sowas hat. Genau. Wie gesagt, fast alle sind auf freiwilligen Basis dort oder arbeiten dort mit oder haben eigentlich einen ganz anderen Job. So, ne? Von daher. Umso respektabler ist es ja eigentlich, dass es so gut läuft und dass es auch immer pünktlich da ist, sag ich mal. Ja, das ist manchmal nicht so ganz sicher, wie gesagt, wenn man 2, 3 Stunden vorher hat. Aber stell, am Ende fertig. Ja, ich weiß. Und das zählt ja. Genau. Stellt euch mal vor, ich wäre nicht da. Ratet mal, wann die Episoden dann kommen würden. Genau, niemals. Keine Scherz. Aber wo ich mir auch die Frage stelle, warum machen die das jetzt zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie eigentlich kein Geld für sowas haben, sag ich mal. Na, weil Wrestling Deutschland nie jemand Geld haben wird und jemals es passieren wird. So. Und du brauchst halt irgendwie ein Projekt. Der Plan ist halt, erstmal eine Courage-Folge, eine Staffel zu machen. Sind ja nur erstmal 6 Folgen. Das waren ja 2 Tapings, so. Und danach ist ja erstmal vorbei. Und dann wird's erstmal, es tut mir leid zu sagen, es wird eine ganze Weile dauern, bis eine neue Courage-Staffel kommt. Aber bis dahin hat man ja Zeit, irgendwie an potenzielle Partner mit einem fertigen Produkt anzukommen. Und dann kann man dann sagen, guckt euch das an. Das haben wir geschafft, ohne zusätzliche Gelder. Was würden wir schaffen, hätten wir eure Unterstützung? Was könnten wir erreichen, so? Ne? Und das ist ja eigentlich der Plan, damit irgendwie das noch mehr in die Höhe zu schießen. So. Okay. Von daher. Ja, weiß ja. Genau. Also die 2. Episode war ja echt super. Perfekt. Was fandest du denn? Gab's denn was, was du nicht gut fandest? Also, ja, das erste. Das Umzugssegment. Das fand ich halt ein bisschen komisch. Das hat irgendwie nicht so gepasst, finde ich. Ich fand's super. Also es war halt irgendwo erst sinnlos quasi. Und zweitens war es halt eigentlich unauthentisch. Wiederum das Segment mit Spalter, was danach kam, war einfach super. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ne? Das war ja dann sein größter Fan. Und den hat man ja am Ende der Episode nochmal gesehen. Hast du das mitgekriegt? Ob das wohl ein Schauspieler ist, der angestellt wurde? Man munkelt. Oder ob man den vielleicht sogar nochmal in den Episoden später sehen wird? Leute, ich kann euch schon versprechen, wir werden den nicht zum letzten Mal sehen und das wird grandios, glaubt mir, das wird richtig super. Alles klar, Tom, haust du rein, ja? Ja, du auch. Ciao. ich kann ja nicht erzählen, was da passiert wird, aber das wird super. Wir haben echt viele Anrufe heute, das freut mich. Einer hat gefragt, ob Spalter Heal ist. Ja, Spalter ist eindeutig Heal. Wird man auch in den nächsten Folgen merken. Nico wollte unbedingt mit mir reden, dass der RWE irgendwas, der ist auch einer der ewigen Courage-Supporter. Es tut mir leid, dass wir jetzt echt viel über Courage reden, aber es ist nun mal das bewegendste Thema. Ich mache die ganze Zeit für Werbung. Ich bin stark involviert. Ihr könnt natürlich auch über WWE reden. Problem ist nur, ich gucke halt aktuell nicht viel WWE. Von daher, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Ne? Sagen wir Hallo, say hello to the Nico. Nico. Talk to me, da ist er. Sprich. Nico, sprich. Checkt nochmal dein Mikrofon in der Wartehalle oder in den Zocken-Channel und checkt, ob dein Mikrofon funktioniert. Ich hau so lange den Björn rein. Hallo, Björn. Muten und da ist er. Hey, yo, Mahlzeit. Na, alles fit? Bei mir ist alles supi. Ich hoffe, bei dir auch. Naja, es geht, ne? Außer, dass ich keinen Schlafrhythmus habe und eigentlich gerade eben mal ein bisschen Schlaf nachholen wollte, aber dann von einem Mieter leider gestört worden ist, weil er meinte, wir müssen dann Heizungsventil zerstören und ich durfte gerade eben Heizungswasser baden. Ist alles ganz in Ordnung eigentlich. Aber dafür darf ich endlich mal wieder live bei Lappenalarm dabei sein. Ist ja auch, sonst schlafe ich ja meistens. Ne? Ja, kenne ich. Ich muss auch meistens mich immer aus dem Bett quälen, damit ich livestreamen kann. Pünktlich um 19 Uhr, hey. Ach, immer schlimm. Ich dachte gerade, meine Zuschauer nicht. Wie bitte?
Da können meine Zuschauer ein Lied von singen, von wegen pünktlich Streams anfangen und so. Das kriege ich auch nicht hin. Hast du schon mal einen Stream verschlafen, richtig? Oh ja. Oh ja. Ich habe schon mal ganze Events quasi fast verschlafen und so. Das ist alles gar kein Problem. Das ist, ja, vor allem, wenn man einiges sich vornimmt halt und dann ist man schon irgendwie 30 Stunden wach und sagt dann so, ey Jungs, ich bin dann gleich wieder da, ich leg mich jetzt 6 Stunden schlafen und ne? Ja, dann kommt das Koma, das Wachkoma und ja, dann bin ich schon öfters erlegen, leider. Ja. Ich glaube wirklich, Streams verschlafen, glaube ich, jetzt 1-2 Mal oder so, falls ich falsch liege, Leute, gebt mir bitte im Chat Bescheid. Aber ich bin ja auch nicht so professionell wie du, ne? Das ist ja, bin ja so ein reiner Hobbyfurz und da darf mir das auch mal passieren. Nee, aber deswegen rufe ich ja gar nicht an. Ich rufe an, natürlich unter anderem wegen Covid. Da können wir auch ganz kurz drüber reden. Geil. Ist ja gar keine Frage. Ich habe jetzt natürlich deine anderen Anrufer jetzt nicht von heute noch nicht gehört, weil ich gerade eben auch erst eingeschaltet habe. Nicht so schlimm. Aber wird nicht so schlimm sein. Und ich muss noch mal ganz kurz am Ende mal kurz auf letzte Woche zu sprechen kommen. Aber erstmal vielleicht zu Covid. Jetzt wissen ja einige Leute, ich bin ja einer von diesen Leuten, die auch ganz gerne mal Kritik äußern, ne? Und das ist ja anscheinend nicht immer ganz so gerne hier gesehen, Quatsch. Warum auch immer. Das habe ich ja letzte Woche schon mitbekommen. Nein, ist einfach bloß, ist ein Running Gag. Ich möchte aber erstmal anfangen damit, ich finde es erstmal super, dass es sowas stattfindet. Und ich schaue mir das an, ich schaue mir das auch mit Freude an. Und auch wenn ich ein, zwei Sachen zu kritisieren habe, bin ich froh fürs deutsche Wrestling, dass wir sowas haben und dass die GWF diesen Schritt geht und auch diesen Schritt wagt. Und das, obwohl sie in Anführungszeichen keine Kohle dafür haben und so viel Liebe einfach da reingesteckt wird von so vielen Leuten, wie unter anderem auch von dir, finde ich erstmal eine extrem starke Leistung. Das möchte ich erstmal ganz klar herausheben, bevor ich jetzt vielleicht auf etwas Kritischen komme. Und das ist einfach nur, ich höre immer hier so Lobleideleien, wie alles, wie toll alles so ist und sowas halt, ja. Und ich möchte eigentlich gar nicht auf die Kritik von Kovic so richtig eingehen, sondern wie mit der Kritik für Kovic umgegangen wird. Wenn ich dann so Sachen höre wie letzte Woche, wo dann so Sachen kritisiert werden von Leuten, ja, die Stimmung kam in der Halle nicht so gut rüber und dann jedes Mal so als Ausrede kommt, ja, hey, da können wir als GWF ja nichts dafür, wenn die Stimmung scheiße ist, bin ich halt so ein bisschen anderer Meinung halt, weil ich meine, ihr sucht euch ja aus, wo ihr tapet, oder? Und wenn ich weiß, ich tue meine erste Sendung tapen, die soll richtig krass werden, dann mache ich das eventuell da, wo ich weiß, dass ich auch eine krasse Quote habe. Ich meine, wenn ich mir das jetzt als Gegenpart von der WXW vorstelle, sowas nimmt man dann halt in Oberhausen auf und nicht vielleicht in Gießhalde an der Ecke, keine Ahnung, wo nichts los ist halt. Also, weißt du, so. Das hatte ich wirklich vorhin schon angesprochen. Wie gesagt, die erste Ausgabe war auch ursprünglich nicht geplant und sollte auch nicht stattfinden. Die war halt wirklich nur notgedrungen, weil du halt anscheinend gemerkt hast, PJ Black konnte man nicht für Courage gewinnen und er hat sich jetzt sowieso die Knöchel gebrochen und du kannst halt keinen verletzten Champion haben, so, ne? Und deswegen musste halt der Titel wechseln, aber es konnte nicht bei Courage in Dings stattfinden, in Berlin. Und dann musste man noch die Folge vollkriegen und das dazu schreiben. Also die erste Folge, die kam, ist im Prinzip Folge 0 und die wurde später geschrieben als alles, was danach passiert. Deswegen waren wir uns auch relativ unsicher, wie man das titulieren sollte. Ich war eigentlich auch nicht so dafür, das als Episode 1 zu titulieren. Aber sie musste halt einfach stattfinden, weil halt im Indie-Wrestling kannst du halt Leute nicht zu vertraglichen Sachen binden und dann fällt der aus, dann hat der irgendein Taping und auch bei den normalen normalen Courage-Sachen sind auch einige Leute ausgefallen, zum Beispiel auch die Cash Money Mafia jetzt. Es gibt ja halt dieses Plotloch, dass Michael Kovac eigentlich ausgeschieden ist. So, und er jetzt aber in der zweiten Episode bei der Cash Money Mafia dabei ist. Und das ist auch nur notgedrungen. Der wurde erst irgendwie einen Tag vorher angeheuert und dann kam er via Flixbus 40 Stunden Fahrt oder whatever und kam er noch ran, weil der eigentliche Tag Team Partner Murat Akan nicht verfügbar war für das Wochenende. Und so musste er halt komplett die Rolle von ihm übernehmen. Und so ist es halt im deutschen Wrestling. Und so muss man halt manchmal notgedrungen mit Sachen umgehen. Deswegen, wenn... Am besten immer so die erste Folge zu ausplanen. Aber es ist alles okay, ich verstehe es völlig. Ich fand es nur sehr unglücklich halt für die erste Folge, klar, weil alle waren gehypt und sowas halt und es hat einen einfach rausgenommen. Das ist halt wie in der WWE halt, du kannst die geilsten 5-Sterne-Matches abliefern, wenn die Halle tot ist und nicht drauf reagiert, ist es halt irgendwie kacke halt, ne, so. Dann habe ich halt noch einen Kritikpunkt, sag ich mal, den ich an die GWF allgemein abgeben möchte, was gar nichts mit Kovic zu tun hat. Also ich muss einfach sagen, ein Kritikpunkt noch an die Sache, ich werde mit den Storylines noch nicht fahren. Das liegt aber auch vielleicht daran, wie du selber sagst, dass man vielleicht die Vorstories teilweise nicht kennt, die Leute noch nicht so richtig kennt. Bei der ersten Folge kam ich überhaupt nicht rein, hab gedacht immer, was war das jetzt für ein wildes irgendwie, ich war danach eher total verwirrt und hab gedacht immer, so viel Input auf einmal und wusste nicht, womit ich anfangen sollte. Ist so. Jetzt bei der zweiten Folge fand ich richtig gut, dass es am Ende auch so einen richtigen Aufhänger gab mit, ja, wer ist jetzt derjenige, der den großen Langen da zusammengeschlagen hat, ja? Ich weiß nicht, wie er heißt, der Türke ist er ja gar nicht.
Erkan, genau. Aus dem Kosovo kommt er. Aus dem Kosovo kommt er, genau, ja. Ich bin da auch kein Experte, gar keine Frage halt. Ich sehe die auch zum alles mehr oder weniger zum allerersten Mal, ne? Außer das, was man halt bei GWF auf dem YouTube-Kanal so zu sehen bekommen hat. Die verfolge ich ja auch schon ziemlich lange. Aber ich habe die ja noch nie live gesehen. Und da steckt man natürlich noch nicht so drin. Und da wurde ich am Anfang nicht so warm mit. Ich muss sagen, bei der zweiten Sendung wurde es jetzt besser. Da kam auch mehr Struktur rein, wie ich fand. Und hat natürlich damit zu tun, wie du sagtest, dass das andere nochmal vorgedreht worden ist, wie auch immer. Und aber was ich am schlimmsten fand bei der allerersten Sendung, was mich richtig rausgeholt hatte, was ich nicht verstehen kann, ich meine, die GWF ist ja jetzt nicht mal die kleinste Promotion, sag ich jetzt mal hier in Deutschland, ja. Und wenn ich sowas wie Kovic drehe, und ich weiß, das haben andere Leute auch schon kritisiert, aber mich hat's richtig gestört, wie kann man jemanden in einen Plastikgürtel rausschicken und darauf die ganze Show aufbauen? Und du meinst, als, ja. Der Berlin-Title. Der Berlin-Title ist halt einfach nur. Der hat Prestige, ja. Bla bla bla, ist okay, schön und gut halt so. Aber ich fand, das hat komplett billig gewirkt, einfach in dem Moment halt so, ja. Und ich habe mich da zum Beispiel auch mit Jonathan unterhalten und sowas halt. Ich bin zum Beispiel der Meinung halt, klar, sowas kostet viel Geld, so ein Titel, der kostet wahrscheinlich so um die 1000 Euro, ja, mehr so einen Titel anfertigen zu lassen und sowas. Ja gut, dann spare ich mir vielleicht einen Fly-In und habe aber etwas für das langfristig für die Promotion und sowas hat. Das ist jetzt nicht auf Coach bezogen, das ist nur auf die GWF bezogen. Ich weiß nicht, wie die anderen Titel aussehen. Aber das würde mich als Wrestling-Fan, wo ich sagen würde, einmal, Jungs, ey komm, dann spart euch doch bitte einmal ein Kalito für die nächste Show, spart ihr das Flugticket und lasst doch einmal diese blöde scheiß Stahlplatte fräsen. Ne? Das ist so, ich finde, das wirkt so. So Backyard-Wrestling-mäßig, so jemand, der da mit einem selbst angemalten Berlin-Title rauskam. Und ich finde, gerade den Champion muss man richtig präsentieren. Und das ist ja das Wichtigste, das ist das Aushängeschild der Company, ja, ne, auch mit. Und der hat halt nicht mit einem Plastikgürtel da zu stehen. Das ist das Einzige. Ich stimme. Aber das ist halt nicht böse gemeint. Das ist halt nur. Da ist alles okay. Und das wissen die GWF-Leute auch zu 100% selber, dass alle Titel scheiße aussehen. Bis auf die Tag Champions geht eigentlich. Problem ist, also wirklich jeder Titel, den die WWE besitzt, die GWF besitzt, ist halt eher so mittelmäßig bis schlecht. Also der Berlin-Title, der ist halt wirklich 20 Jahre alt so, ne? Und der sieht auch genauso aus. Damals hatte man schon kein Geld und heute hat man kein Geld. Der World-Title, der wurde irgendwie vor einem Jahr gekauft, der billigste, der da war und so. So, dann die Tag-Titles, da steht nicht mal GWF drauf, sondern GSW. Dann haben wir Ladies-Title, der direkt von der GSW announced wird. Also du merkst schon, Title Belts sind eher nicht so die Priorität. Ich stimme dir vollkommen zu, dass sie eigentlich für Ruhm und Ehre und Reichhaltigkeit oder was auch immer stehen sollten. Deshalb wäre die Frage mit dem Geld, aber dann ist, glaube ich, aber auch eine Ansichtssache, ob man eher auf das Wrestling bezieht oder ob man auf so ein kleines Detail in Anführungsstrichen setzt, was einfach bloß schön aussieht, klar. Aber ist halt einfach bloß so ein Nebeneffekt, den man dabei hat. Aber ich stimme dir in allem zu, dass die Titel eher katastrophal wirken als alles andere. Aber ich finde, wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man drüber wegsehen. So, ist halt wie mit Eva Marie. Man hasst sie am Anfang, aber irgendwann findet man nicht allzu schlimm, dass sie da ist, weil sie dann irgendwann doch Heel ist. Man muss es nur gut verkaufen, ja. Yeah. Man muss es nur gut verkaufen. Was mir aber richtig, also wo ich ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen, halt, ja, ich bin ja auch ein kleiner WXW-Fanboy. Das gebe ich ja vollkommen zu. Ist ja auch völlig so, okay. Ja? Wie gesagt, ich sag's nochmal, Lappenalarm ist keine GWF. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach hier in Nähe von Oberhausen wohne. Genau. Das ist ja gar keine Frage. Wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, wäre das auch wieder ganz, ganz anders. Genau, habe ich auch beim letzten Mal Lappenalarm gesagt. Wäre WXW in Berlin, wäre ich wahrscheinlich WXW-Fan. So einfach ist es meistens. Ja, ich finde zum Beispiel die Matches, die jetzt bei Coach gezeigt worden sind, fand ich bis jetzt noch keins richtig überragend von und keins richtig gut von. Nächste Woche. Ich fand allerdings, dass sie viel besser präsentiert wurden, als sie jetzt zum Beispiel bei WXW jetzt bei Shotgun präsentiert werden oder wenn ich sie mir dort bei WXW Now angucke, ja. Also, ihr habt bessere Kameras gehabt als die WXW. Ich meine, die sind heute noch in 27p, ja, warum auch immer. Das ist so, das ärgert mich so ein bisschen. Und eure Kommentatoren waren tausendmal besser. Also, können wir die zu WXW holen, mal ohne Mist. Also, das war viel ertragbarer, deutsches Wrestling so zu gucken mit denen, die auch ein bisschen Spaß dabei hatten und sowas halt, als das, was bei WXW da teilweise präsentiert wird, wo sie immer in den Mikro reinbrüllen und ich denke, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich kriege gerade Angst. Da möchte ich ganz kurz drüber reden. Also erstmal ist natürlich Vallandi ein einzig großer Gewinn. Der ist halt schon immer im deutschen Wrestling aktiv gewesen und er ist nicht ohne Grund auch WWE-Kommentator für NXT und SmackDown. Und der bringt halt so viel, und man merkt halt, er ist die Stimme von der GWF.
Und der bringt, also alleine für Valandis Kommentar soll man sich Courage angucken, vor allem die nächsten Folgen, wie der abgeht, so. Also ich möchte, nächste Woche gibt's ein grandioses Match, da kann man sich drauf freuen. Fabian Aichner gegen fucking Matt Cross. Das ist grandios, habe ich gestern nochmal gesehen. Da bin ich auch gespannt drauf. Ey, ja. Wenn der so Sprüche raushaut, pack die Kamera aus, wenn er so rausschreit, so, ne? Und wenn er so, solche Momente hat, ich freue mich immer riesig. Oder auch bei Spalter, bei solchen Sachen, da rastet er immer aus. Und viele finden Matze nicht so optimal. Matze ist ein guter Kumpel von mir, der hat ein Wrestling Talk, ist beim Wrestling Talk Radio. Die mögen, also anscheinend lispelt er oder hat nicht so eine deutliche Aussprache oder was auch immer. Aber ich finde, er ist ein sehr guter Kontrast zu Valandi. Und die ergänzen sich halt sehr gut, da sie halt komplett gegen unterschiedliche Charaktere haben. Und ich feiere halt bei denen einfach durch deren Dialoge, wie du schon sagst, ist einfach unterhaltsam so. Und alleine für einen Kommentar, also man könnte Courage auch als Podcast hören und man wäre zufrieden, weil der Kommentar einfach super ist schon. Ja, nee, muss ich auch sagen. Also finde ich extrem starke Leistung, die die abliefern und gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, jetzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die letzte Woche ja hier vorgefallen ist bei Lappenalarm, die ich ja leider nur machen. Ach, mit Perky oder was? Also mit Perky fand ich, also ich meine, klar hat das mit Perky zu tun halt so. Dazu vielleicht mal eine Sache zu sagen. Leute, was in einem Discord privat gesprochen wird, hat auch privat zu bleiben. Bin ich der einzige Meinung halt, ja, da hat man auch nicht zu sagen, hier, ja, der Lappenalarm wäre ja nicht öffentlich oder sowas halt, was für ein Bullshit, also mal ohne Mist halt so, ich fand die Aktion unter aller Sau, ja, wirklich unter aller Sau, ob es da Perky das gesagt hat oder nicht, das ist mir auch vollkommen egal, interessiert mich gar nicht halt, ja, aber was privat gesagt wird auf einem Discord, hat privat zu bleiben und ich weiß jetzt schon, dass ich dann, Anführungszeichen, lieber da oben die Ecke meide, bevor ich irgendwas Falsches sage, was dann irgendwann später, 2 Wochen später irgendwo nachgetragen wird, weil ich irgendwas privat geäußert habe, weil ich vielleicht gesagt habe, in irgendeiner Emotion irgendwie, weiß ich nicht, oh, die WXW ist ja kacke, weißt du, und dann ja. Meldet sich bei der WXW und sagt, der hat die WXW ist kacke gesagt. Also sowas geht schon mal gar nicht halt. Aber was ich viel, viel übler fand und was ich mir frage, warum hast du da eigentlich nicht reagiert? Ich finde es ja total lustig, einen Perky Boy im Chat auszubuhen und sowas halt, ja. Da bin ich ja dabei, da buhe ich ja mit und sowas halt, ja. Ja. Aber wenn dann permanent der Chat zugespammt wird mit WXW-Wichser und keine Ahnung was halt, ja, also Beleidigung unterster Schublade und da deinem Chat nicht drauf reagiert wird, finde ich das auch sehr komisch, muss ich sagen. Nee, ist, die Leute halt, dann das ist halt, Timeoutes oder irgendwas halt. Also das fand ich schon, also ich fand das letzte Woche nicht mal lustig, muss ich sagen halt. Da fand ich dann irgendwo, da war der Spaß auch vorbei. Was. Ja, ich weiß ja, wer die Leute sind, die da schreiben und die, das ist einfach ein Running Gag, die WXW ein bisschen zu haten. Das, ich finde das nicht schlimm und ich weiß, dass die nicht ultra böse meinen. Das ist auch, ist einfach bloß, ich finde es nicht schlimm und ich weiß, Leute. Ja, aber es war ja in dem Moment auf Perky bezogen halt sowas, ne? Ja. Mir geht's ja nicht darum, die WXW können dich doch beleidigen, was die wollen. Das ist mir doch scheißegal. Also ich bin nicht verheiratet mit der WXW. Also ich habe jetzt 3 Shows ja, schon aber gesehen. Aber wo machst du denn die Grenze? Ist Bu, also du kannst halt fragen, ist WXWixer genauso schlimm wie Bu? Weil beides sagt im Prinzip das gleiche aus. Also eine negative, ein negatives Gefühl gegen den anderen. Und eine ist halt ein anderes Wort. So, also, ne? Ein Bu-Spam finde ich noch relativ lustig, während ich WXW-Wichser halt nicht so lustig mehr finde halt irgendwie. Weißt ja, du? Ich finde halt, ich habe halt ein anderes, also ich finde halt Beleidigungen halt nicht schlimm. Ich schmeiß halt auch mit Beleidigungen um mich und meine die halt nicht so toll. Deswegen habe ich da vielleicht ein anderes Gefühl, aber ich verstehe die Kritik da schon. Aber ich bin halt immer relativ offen oder ich timeoute halt ungern Leute, dass ich lieber meine Mods machen, wenn sie irgendwie Beleidigungen schreiben. Ich lass mich auch Huren so meistens nennen, ist mir doch egal. Ich habe das halt nur auch im Reebok, ich habe das ja auch nur gesehen halt auf ja. YouTube dann halt und dachte mir so, Alter, was ist denn da ab halt so? So gut, dass ich letzte Woche nicht da war. Ich glaube, da wäre ich. Nein. Also wenn ich da hättest du mich nicht rannehmen dürfen. Ich möchte nochmal hervorheben, dass nach Lappenalarm wir im Discord waren, Perky und alle anderen betroffen, die mit am Start waren, und dann hatten wir dann war im Prinzip Rocco auch noch der Mittelmann, und da hatten wir wirklich eine schöne schöne Diskussion, schön ruhig, und die haben sich ordentlich verständigt, und ich glaube, bei denen ist auch alles okay. Du siehst ja alleine jetzt schon oben, sind sie wieder oben, und die diskutieren wahrscheinlich jetzt wieder ganz normal und ganz ruhig. Also ich glaube, also könnt euch beruhigen, ich glaube, bei denen ist alles okay, und die haben sich alle lieb, vielleicht ein bisschen auch nur, aber die kommen alle gut miteinander klar, und wenn die sich sehen, ich wollte auch Jonathan hier gar nicht verteidigen oder sowas, halt. Ja. Ich fand nur die Aktion allgemein halt ziemlich dreist, ja. In Anführungszeichen. Also, wärst du mal in der Position gewesen, hättest du es veröffentlicht oder hättest du es rausgeschnitten? Wenn ich ehrlich bin, ich hätte es, glaube ich, nicht hochgeladen. Okay. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht hochgeladen. Also ich finde, das hat in der Öffentlichkeit dann, also dafür fand ich es zu ernst halt in dem Moment halt, ja. Ich meine, wir hatten ja auch schon andere Spaßsachen hier gehabt, wo es auch wirklich spaßig war halt. Das fand ich halt in Anführungszeichen, ja, zu ernst, um es nach draußen zu tragen. Und das ist halt genauso, ich meine, wenn ich jetzt meinen Livestream mache und nach meinen Livestreams auf meinen TS gehe und dort damit noch Leuten was privat sage, weil ich halt vorher im Livestream nicht geäußert habe halt, wie zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache mit der WXW, die mich auch momentan stört, ja, wo ich auf der WXW momentan einen richtigen Hals habe.
Aber das sind ja Sachen, die halt nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Und dann möchte ich auch nicht, dass die Leute, die auf meinem TS sind, mit denen ich dann privat spreche, dann später hierhin auf Lappenalarm gehen und das dann hier irgendwie quasi preistreten. Also das ist ja so, Jungs, was man auf dem privaten TS oder Discord oder wie auch immer schreibt, hat man privat zu klären und dann nicht in der Öffentlichkeit. Das ist das Einzige, was ich ganz, ganz übel an der Aktion fand. Ja. Ja, ich kann dir zustimmen, ist halt einfach, also ich verstehe da vollkommen deine Kritik und beziehungsweise deine Ansicht. Aber ich glaube, ist alles okay und es sind bloß Gespräche, ein paar Worte, man sollte vielleicht nicht alles so ernst nehmen. Und ist ja sowieso alles wieder vorbei. Alle haben sich lieb. Ich habe jetzt noch eine Frage zu, komm mal wieder auf was Schönes, auf Covid nochmal zu sprechen. Geil. Da habe ich eine Frage, keine organisatorische Frage, als die ich mich jetzt noch nicht als Fan noch nicht kapiert habe. Ich meine, es läuft ja alles auf dem Pay-Per-View hinaus. Auf was? Wird man diesen Pay-Per-View, es läuft ja alles auf dem Pay-Per-View hinaus. Genau. Wie der laufen wird. Wird man den später auf YouTube auch zu sehen bekommen oder dann nur als On-Demand zu kaufen oder wie funktioniert das? Ja. Also das Finale quasi. Ja. Der Plan ist, also erstmal sei gesagt, viel vorausplanen in Sachen Verarbeitung und so weiter ist meistens nicht so GWF das Ding. Also das wird meistens so spontan entschieden leider. Ich kann dir gleich sagen, was der Plan ist. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Aber das Coole ist, die Storylines sind wirklich schon, die sind wirklich Wochen vorher durchdacht. Also Drehbuch stand schon Wochen vorher fest. Und ich habe auch schon gehört, dass Ingo schon arbeitet an der zweiten Staffel, die dann aber vielleicht auch erst in einem Jahr oder so anfängt. Aber dass man sich schon relativ früher Gedanken dazu macht. Also der Plan ist erstmal, also was feststeht, dass es irgendwie eine Version geben wird, auf Vimeo dann on demand. So, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass man die komplette Show in irgendeiner Art und Weise bei YouTube sehen kann, vielleicht Ausschnitte, vielleicht werde ich ein bisschen darum kämpfen, dass man einzelne Segmente daraus sieht oder ein paar Highlight oder so, weil ist natürlich schon wichtig, aber ich meine, man kann natürlich dann auch so argumentieren, klar, mit Courage, es werden halt 6 hochwertige, für Deutschland hochwertige Folgen produziert, die kostenlos verfügbar sind und dann kann man dann, okay, dritte Staffel, Entschuldigung, ich meine natürlich Courage aus Berlin. Und man könnte natürlich sagen, ja, aber dann könnte man auch mal sich ein Pay-Per-View kaufen. Der Plan ist, On Demand zu veröffentlichen. Entweder wird es eine Woche später veröffentlicht, dann am 12. ist ja die Veranstaltung hier in Berlin, Taping. Entweder die Woche später, dann am 20. um 18 Uhr zum Courage-Termin. Zweite Alternative, für die ich auch kämpfe, ist, am nächsten Tag schon den ersten Teil rauszuhauen und dann am Donnerstag den zweiten Teil und dann den raufkommenden Sonntag den dritten Teil, sodass man direkt einen Tag später schon mal irgendwas hat. Die komplette Show einen Tag später rauszuhauen geht nicht, weil Vimeo das nicht mitmacht, weil Vimeo alleine schon bei Battlefield gegen 3 Stunden, weil wir sind ja 50 GB oder so groß, dauert bei unseren Leitungen. Schneiden und so, ne? Pass auf, das Schneiden wäre nicht so ganz das größte Problem. Das größte Problem wäre halt wirklich die Verarbeitungszeit, weil 3 Stunden hochladen, erstmal 3 Stunden Rennen gefühlt oder sogar noch länger, vielleicht 4-5 Stunden Rennen, dann 3 Stunden hochladen und dann hat Vimeo für die 3 Stunden 9 Stunden Verarbeitungszeit gebraucht. Das heißt, das wäre nie und nimmer möglich, hätte man nicht direkt nach der Show die komplette Show fertig. Eine Stunde wäre noch möglich. So, und dann wäre halt der Plan, dass man sich im Prinzip ein Serienpaket kauft, wie bei Vimeo, hat ja auch die WXW und so, ne? Und dass man dann automatisch dann schon Zugriff hat zum nächsten Teil, sobald er rauskommt. Das wäre mein, dafür bin ich, aber da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Genau. Ja, da bin ich gespannt, dann hoffe ich mal, dass mich die nächsten 4 Folgen dann irgendwie dahin hypen, dass ich mir das kaufen muss. Ja, ich hoffe doch. Vielleicht wird es auch so sein, weil leider, also es gibt ja 6 Folgen, aber es haut nicht ganz hin, wenn wir Unstoppable schon am 13. raushauen wollen, da ist dann eine Folge zu wenig. Es gibt an irgendeiner Woche eine Doppelfolge und werden es vielleicht so als Testlauf machen, dass die schon, weiß ich nicht, einen Tag nach der vorletzten Folge auf Vimeo verfügbar ist und ein paar Tage später auf YouTube für alle verfügbar. Ich glaube, den Tag vor Unstoppable, damit die auch alle sehen können. Aber damit die Leute schon mal wissen, wie es auf Vimeo funktioniert. Das ist ungefähr der Plan, aber kann sich noch alles ändern. Ist die GWF, da weiß man nie, wie der aktuelle Sinneswandel ist. Was ist das eigentlich für ein Grund, warum sonntags die Sendung live ausgestrahlt wird, aber ich dann bis montags abends 18 Uhr warten muss, damit ich es mir angucken kann, weil ich halt einfach Sonntag 18 Uhr nicht kann, weil ich dann mal bei meinen Eltern essen bin. Das ist eine Schweinerei, das gibt's so nicht. Dafür habe ich sehr doll gekämpft, das tut mir leid.
das On-Demand halt einfach so ist, dass die Leute sich dann sagen, ja, guck ich dann irgendwann später. Und die Leute, die es wirklich sehen wollen, die schalten dann zu 18 Uhr ein. Und das Coole ist halt, nur wenn du es live ausstrahlst, hast du halt den Chatnehmer. Und es ist halt was ganz anderes, nebenbei auch noch diese Live-Chat-Reaktion zu sehen, als später eine fundierte Meinung. Und ich habe dafür sehr stark gekämpft. Und du siehst ja, alleine das anhand der Live-Übertragung, siehst du halt, wie krass viele oder wie viele Hardcore-Fans du hast, die wirklich daran interessiert sind, die Folge so schnell wie möglich zu sehen. Das ist auch ein sehr guter Indikator, um, weiß ich nicht, Zuschauerverhältnis oder so zu messen. Zusätzlich. Aber ihr klaut euch ja auch Klickzahlen. Ja, klar, aber es, ja, die dann später die, nicht mehr nochmal draufklicken. Die 1000 Klicks sind ja auch egal. Wir wollen ja keine Klicks generieren, wir wollen ein schönes Produkt abliefern und was wir dann vorzeigen können. Dann hoffentlich mit zu weiteren Partnern und so. Und ja gut, aber dann Coverage 3 bitte nicht um 18 Uhr, sondern erst um 19 Uhr, weil vorher bin ich nicht zu Hause. Du kannst übrigens, wenn du 5 Minuten vorher da bist, kannst du ja den Stream schon aufmachen und du kannst ja zurückspulen. So, ne? Also echt, das geht? Ja, okay. Deswegen, also sobald du zwischen 18 und 19 Uhr irgendwo bist und den Stream aufmachst, kannst du einfach zurückspulen zum Anfang, Pause drücken und ich glaube innerhalb von vier Stunden Zeitfenster wieder noch gucken. So. Okay. Ja, ich hatte mich halt immer nur geärgert gehabt, dass ich jetzt bis montags abends war. Muss genau. Ich so toll mit. Und zweiter Grund ist, wie vorhin schon erwähnt, die GWF-Folgen sind wirklich immer auf dem letzten Drücker gerade so fertig geworden. Kennt ihr ja, total unterbesetzt und von Woche zu Woche. Und wir gucken wirklich meistens erst zur Live-Ausstrahlung die komplette Folge einmal durch. Und da waren bei beiden Shows waren jetzt noch irgendwelche Fehler, die noch korrigiert werden mussten. Das heißt, ist im Prinzip so eine Generalprobe. So zum Beispiel bei der zweiten Show, da waren ein paar Texteinblendungen verschoben und so, und die haben wir dann noch korrigiert und die waren dann bei der On-Demand-Version dann richtig. Solche Sachen zum Beispiel. Okay. Nee, dann weiß ich ja Bescheid, warum das so ist. Dann muss ich mich halt weiter ärgern. Hm. Aber dann bitte Covid 3, ne, um 19 Uhr. Ja, ist noch ewig hin, ne? Ist noch ewig hin. Gut, Björn, ich würde gerne den nächsten reinhauen. Ich danke dir. Ich mache eine 2-Stunden-Ausgabe, wieso auch nicht? Ich glaube, so lange war ich noch nie hier, es tut mir leid. Musste raus. Danke für dein Feedback. Nee, aber Ja, mach weiter so halt und wie gesagt, zu deinem Schnitt und so muss ich sagen, mir ist auch bei der ersten Folge nichts Negatives aufgefallen und kann die WXW sich ein bisschen was schon abgucken, also danke. So machen. Freu mich, versuche mich immer zu bessern. Haust rein, Björn! Okay, haut rein, ciao. Der Björn, ist doch schön. Wie gesagt, Blaustich, anything can happen, GWF. Franz, das muss ich tun, damit mein Mikrofon funktioniert, es funktioniert nur bei Discord nicht. Über was bist du, über den Browser drin oder über was bist du drin? Wenn du im Browser drin bist, musst du eventuell, wie heißt es, deinem Browser Zugriff gewähren für dein Mic. Am besten lad dir die Desktop-Version runter, also das Programm. Dann hast du keine Probleme damit, ja? Lad dir einmal Discord als Programm runter oder als App oder whatever und dann funktioniert's. So, dann haben wir den Ampey. Halli, hallo, hallöle, entmute dich, mach deinen Dings aus, an, wie auch immer. Stell dich kurz vor. Jetzt hast du wieder dein Mikrofon ausgemacht und deinen Lautsprecher auch. Hallo? Check nochmal deine Einstellung. Hallo. Du bist wahrscheinlich auch im Browser drin, ne? Check nochmal deine Einstellung oder lade die Desktop-Version runter und dann sprechen wir nochmal miteinander. So, ich begrüße den guten Eliminator, das ist der Johnny. Hallo, Johnny. Hey, warte kurz. Ja. Alles klar? Ja. Cool. Worüber möchtest du reden? Einmal Courage und dann gibt es dann noch zwei. Heute die große Courage-Feedback-Show. Ich finde es natürlich klasse, aber es ist, wie gesagt, viele... Hast mich ja letzte Woche sehr dazu gedrungen. Stimmt. Ich habe dich ja dazu gedrungen. Warst du derjenige, der... noch nicht angefangen hat zu gucken und ich habe gesagt, du sollst jetzt angucken, wir reden dann beim nächsten Mal drüber. Da waren zwei Leute und ich unter anderem auch. Genau. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, hast du beide Shows geguckt? Ja. Geil. Die erste habe ich nachgeguckt, die zweite live. Geile Sache, freut mich. Dann bin ich ja gespannt, auf mit deinem Feedback. Also so, mein Feedback ist ungefähr gleich wie bei den anderen Leuten. Die erste Folge fand ich in Ordnung. Also die war nicht so schlecht, dass ich sage, ich will nicht weiter gucken. Die war aber jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, ich freue mich unbedingt auf die nächste Folge. Die zweite Folge war jetzt schon viel, viel besser. Da freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche, dass ich das auf jeden Fall wieder live gucken möchte. Da waren die Stories auch viel, viel stärker.
was mich ein bisschen gestört hat, dass das alles ein bisschen Erkan-lastig ist. Was hast du ja irgendwann mal gesagt, das ist GWF. Das wird so bleiben und wird auch immer so bleiben. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, aber das Coole ist halt, Code of West, wie heißt das? Zwei, es gibt zwei Lager, ganz viel, wie heißt denn das? Es gibt nur Leute, die ihn gut finden und nur, also Leute, die ihn richtig super finden und Leute, die ihn richtig scheiße finden. Wie heißt denn dieses Wort? Leute, polarisieren, dankeschön Alex, das ist genau, irgendwas mit Pol war noch im Kopf. Aber guck mal, du hast ja eine starke Reaktion gegenüber ihm und du ärgerst dich immer richtig, wenn du ihn siehst und dann ist ja alles gut. Ja. Reaktion ist gleich gut. Das war das Einzige, was mich ein bisschen daran gestört hat, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Es gibt, glaube ich, bei vielen Promotions den einen Typ, der immer so ein bisschen hervorgehoben wird oder versucht wird, hervorzuheben. Ja, das ist die Sache an deinen Schneidenkünsten, die finde ich eigentlich gut. Aber? Ich finde, man hat es ein paar Mal gemerkt bei den Entrants, dass du die sehr kürzen musstest, wie du vorhin auch schon gesagt hast mit der Zeit. Bist du wirklich, also hat man doch so durchgemacht? Hat man es gemerkt. Wo denn zum Beispiel? Also, wie gesagt, nur bei den, die Einspieler waren ja sowieso dazwischen und wenn, dann habe ich bloß die Intros rausgeschnitten. Denn wenn, dann sollte man... Ja, die Intros meine ich. Ja. Zum Beispiel bei dem, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, Ivan? Dieser Freund von dem Trucker da. Bouncer. Ja, da finde ich, da war es sehr... Genau, da war es nicht das Intro, sondern wie er reingekommen ist, weil er noch irgendwie eine halbe Minute gefeiert hat da. So. Ja, weil der ist irgendwie reingekommen und stand dann da direkt da. Fand ich, hat man es schneller gemerkt. Ja, okay. Aber sonst, in den Matches finde ich das eigentlich alles gut. Freut mich. Hast du sonst noch irgendein Thema? Weiter über Courage oder 2K oder WWE? Hast du irgendwas loszuwerden? Alles, was man so sprechen kann, aber Sanity nochmal. Sanity. Ich denke eigentlich, dass Alexander da besser rauskommt in dem Stable als Einzelperson. Weil ich glaube, da hat er mehr Chancen, auch schneller ins Hauptroster oder sowas zu kommen, weil dieses Stable, denke ich, hat Chancen, weiterzukommen. Die werden wahrscheinlich irgendwann so alle Titel halten. Evan Young mit dem NXT-Titel, dann Alex und Alexander und der andere die Tekken-Titel. Titel und die Frau, die Nikki Storm, ja. Ja, Nikki Cross. Wie gesagt, das kann ja auch alles sein, aber mir geht's ja bloß um die Sache, wenn das Stable auseinanderbricht. Ich meine, guck dir die Wyatt Family an. Was waren denn alle außer Bray Wyatt und Braun Strowman? Was für eine Relevanz hatten denn Luke Harper und Eric Rowan, sobald die aus der Wyatt Family raus waren? Gar keine. Und wären sie nicht wieder zur Wyatt Family gekommen, dann wären sie aber ganz schnell aus dem Relevanzkreis geflogen von der WWE. Oder nicht? Meinst du nicht? Ja, das ist aber bei vielen Charakteren, finde ich, dass die dann zu schnell fallen gelassen wird. Das ist aber auch nicht nur bei Tag-Team-Leuten, so wie Tyler Breeze und sowas. Der ist auch als Einzelperson reingekommen. Und wo ist der? Hast du ihn die letzten Wochen gesehen? Irgendwie nicht. Nö. Ich sag ja auch nicht, dass alle die Einzelwrestler als Einzelwrestler debütieren, dass sie generell, also dass die immer erfolgreicher sind. Ausnahmen bestätigen die Regel so, ne? Aber ich meine halt bloß so, wenn man das erste Mal in Kontakt kommt mit jemandem als Teil eines Stables, dann wird der immer im Hinterkopf bleiben als jemand, der ein Teil eines großen Ganzes war und nicht einen Namen für sich selber gemacht hat, würde ich sagen. Obwohl ich würde sagen, dass so Leute von The Shield, so wie Rollins oder sowas, jetzt trotzdem noch ein großer Name ist und du nicht sagst, das sind nur die Shield-Leute. Wie gesagt, kann ja auch so sich so entwickeln, dass alle vier dann ein Hauptcharakter werden und dann sozusagen die Eckpfeiler von WWE werden. Hast natürlich recht. Aber dazu muss man auch sagen, dass alle drei vorher Singles-Wrestler waren bei NXT. Und ja gut, vielleicht ist Shield ein bisschen die Ausnahme, aber ich meine, alle drei haben halt, Romans mag halt die WWE, so, ne? Und der ist halt so, ne? Und Dean Ambrose und Rollins sind halt einfach fantastisch. Sie sind halt auf einem ganz anderen Level und die kannst du halt nicht ignorieren. Ja, ist ein schwieriges Argument und ihr merkt schon, argumentieren ist nicht so mein Strong Suit. Deswegen brechen wir diese Argumentation ab. Ihr könnt gerne in die Kommentare dazu eure Meinung äußern. Hast du sonst noch irgendwas loszuwerden? Wir können auch nochmal über War reden. Ich weiß, ich hab ja nicht, hast du nicht viel gesehen? Nee.
Wie findest du, aber ein Segment hast du ja auch gesehen, wie findest du, dass der Sami Zayn gegen Braun Strowman antritt? Das habe ich nicht gesehen, ich habe das nur gelesen. Aber ich finde wegen Braun Strowman hat ein 3 gegen 1 Handicap-Match gegen 3 so Jobber, hat die weggesquasht, dann hat er wieder nach vorne gerufen, dass er stärkere Gegner haben möchte und dann kam Sami Zayn raus. Warte mal, ich muss halt kurz zeigen. Ja, ich hab's gesehen. Ah, schön. Der Bruns. Ja, okay. Da wollte er ja. Ich meine, klar. Ich mein, Leute, und dann hat er mit dem Sinn rausgeschubbt. Rede. Also die offensichtlichste Wahl wäre natürlich, dass Braun Strowman den Sami Zayn einfach zerstört. So, ne? Und man ihn so halt voll over, naja, was heißt over, negativ overbringt, weil halt der krasse Publikumsliebling einfach mal zerstört wurde. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten sollte. Es wäre natürlich umso geiler, würde Sami Zayn den Upset-Sieg bekommen. Das wollte ich gerade sagen. Es wäre ja geil, wenn dann Sami Zayn gewinnen würde und dann voll so kommt, ja, du hast jetzt immer laute Töne geschrien, dass du die stärkeren Gegner haben möchtest, aber hast jetzt gegen Sami Zayn sofort verloren, dass er dann wieder neu aufgebaut wird oder so. Ja. Oder so eine Fehde dann sozusagen gegen Foley immer so bekommt. Der sagt immer, Foley, gib mir bessere Gegner, und er sagt dann noch, du hast gegen den und den verloren, bleib mal bei den Jobber-Leuten. Weißt du, was das mein Lieblingsgimmick war von Braun Strowman? Der war nicht immer Braun Strowman. Der war ja mal einer der Rosebuds von Adam Rose. Da hat er mir am besten gefallen. Da war irgendwie Matrose oder sowas. Ihr müsst euch mal vorstellen, Braun Strowman so als Comedy-Charakter. Was wäre für euch ein gutes Comedy-Gimmick für Braun Strowman? Stellt eure Vermutungen oder eure Vorschläge oder haut eure Vorschläge doch mal in die Kommentare. So ein Bärenkostüm. So ein Bärenkostüm, Müllhalde-Gimmick. Ja. Alles klar. Johnny, haust rein, wa? Wir hören uns. Ja, man sieht sich. Ciao, ciao. Tschö. So, und der letzte Anrufer für heute ist der gute Ampey. Ne, wo ist denn der Nico? Der wollte auch noch die ganze Zeit. Der ist auch weg. Leute, das wird jetzt wirklich die längste Ausgabe aller Zeiten. Ah, ist mir doch scheißegal. So, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Lappenalarm gut findet, wenn es so lange geht oder nicht. Hören wir mal rein. Kannst du mich jetzt hören? Sprich, Mike. Schade. Der Nico kommt anscheinend auch nicht dazu. Dann war's das heute, Leute. Eine Stunde 45 Minuten. Was soll ich euch sagen? Das war's mit Ring. Hashtag Lappenalarm. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Sonntag. Nicht vergessen, Challenge Folge 3. Die wird hundertprozentig auch grandios. Ich habe die selber noch nicht gesehen, aber doch, die Matches habe ich schon gesehen, aber noch nicht alles. Die werde ich bald sehen. Das wird fantastisch. Daumen hoch für cool. Airblock aus. Haut rein. Viel Spaß bei 2K17. Bei mir auf dem Kanal. Der nächste Stream ist Donnerstag, muss ich den machen für 2K17. Naja, haut rein und ciao.